Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind, dass Sie heute Abend alle zum Sie fragen, wir antworten kurzfristig entschieden, es so zu machen. Ich begrüße Sie virtuell aus der Stadtwerkstatt. Im echten Leben sitze ich heute in Oldenburg, Sie wahrscheinlich alle in Berlin. Und wir freuen uns vom Team der Stadtwerkstatt, dass Sie alle da sind und dass Sie den Abend mit uns verbringen möchten. Mein Name ist Roland Wicking. Ich führe Sie heute ein bisschen durch den Abend, aber den Hauptakt, die wesentlichen ja, Inputs wird natürlich nicht ich geben, sondern unser heutiger Gast, Herr Reubke, Abteilungsleiter für den Bereich Verkehr in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, nein, für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, entschuldigen Sie. Ich war schon beim nächsten Punkt. Ich muss nämlich leider Herrn Kühne, der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen heute dabei sein wollte, entschuldigen. Er ist leider kurzfristig erkrankt und lässt sich entschuldigen und wäre gerne heute Abend dabei gewesen. Wir haben Herrn Reubke aber gefragt, ob er denn trotzdem heute Abend für uns ganz alleine für Sie Rede und Antwort stellt. Und er war freundlicherweise bereit, das zu tun. Und insofern freuen wir uns, dass der Abend trotzdem stattfinden kann. Im Hintergrund in sozusagen ja, Vertretung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist auch Herr Arndt mit heute dabei. Und falls wir Fragen haben, bei denen wir ganz dringend eine Auskunft aus dieser Richtung brauchen, würde ich dorthin verweisen. Ich denke aber, nach dem, was wir jetzt schon im Vorfeld an Fragen bekommen haben von Ihnen, ja, ist klar, dass Herr Reubke eigentlich sowieso den größten Teil der Fragen gut beantworten kann. Ich freue mich, dass wir zum Thema Verkehr heute Abend zusammenkommen und Ihre Fragen aufnehmen können. Ja, mit dem Mobilitätsgesetz von 2018 ist Berlin ja, was zumindest diesen Teil angeht, ganz weit vorne. Und die Verkehrswende ist ja, wenn man sich anguckt, wie diese Stadt an vielen Stellen sehr autogerecht geplant ist, eine Riesenaufgabe. Und ich freue mich sehr, dass wir hier doch schon eine Menge Fragen auch von Ihnen bekommen haben, die das Thema an ganz vielen Stellen übergreifend, aber auch sehr detailliert anpacken können. Ich hoffe, dass wir da an verschiedenen Stellen auch die richtige Mischung finden und dass ja, Herr Reubke kennt viele dieser Fragen schon vorweg und hat sich sicher gut vorbereitet. Es sind schon eine Menge Fragen zusammengekommen und wir haben daraus drei Themencluster gemacht. Und neben den vorweg gesammelten Fragen möchten wir Ihnen natürlich heute Abend auch die Gelegenheit geben, sich ja, direkt live einzubringen. Das können Sie auf verschiedene Arten und Weisen tun. Entweder Sie melden sich oder wenn Sie über YouTube zuschauen oder sich nicht mündlich melden möchten, können Sie das über die Frage-Antwort-Plattform auf Mein Berlin tun. Das ist auch verlinkt. Meine Kollegin wird es auch noch mal in den Chat tun. Genau, das hat sie gerade getan in den Chat von Zoom. Ich möchte noch zwei, drei kleine technische Hinweise vorweg schicken. Wir möchten Sie bitten, den Chat von Zoom nicht für sehen, nicht für inhaltliche Fragen zu benutzen, sondern sich gerne selber zu Wort zu melden. Das geht am besten über die Handhebefunktion unten in der Leiste über Reaktionen. Wenn Sie da draufklicken in Ihrem Zoom unten in der Leiste, wo auch die Teilnehmer sind, und Sie Ihr Video an- und ausschalten können, da gibt es die Funktion Reaktion. Da können Sie die Hand heben, dann sehe ich das hier in der Moderation und kann Sie entsprechend drannehmen. Wir werden immer wechseln, eine Live-Frage, eine Frage, die wir vorweg eingesammelt haben und dazwischen gestreut Fragen, die wir vielleicht über den Mein Berlin-Chat kriegen. Frau Vogelsang, meine Kollegin, ist am Chat für Sie da für technische Fragen und hat auch gerade die Telefonnummer gepostet, wenn es irgendwo klemmt. Wir sind heute Abend auch live auf YouTube zu sehen. Das bedeutet, wenn Sie nicht möchten, dass Sie auf YouTube ja, sichtbar sind, dann können Sie sich gerne beteiligen und Ihre Kamera ausschalten. Ansonsten freue ich mich in der Moderation und ich bin mir sicher, Herr Reubke, auch, dass wir Sie sehen, denn das macht immer sehr viel aus und einen großen Teil eines gelungenen Abends, dass man sich tatsächlich gesehen hat. Ich möchte einmal ganz kurz den Ablauf des Abends vorstellen und dann wollen wir
einmal kurz zusammen abstimmen, in welcher Reihenfolge wir arbeiten. Mein Kollege Herr Hüneberg zeigt es gerade. Es müsste jetzt für alle gut auch sichtbar sein. Wir priorisieren ganz kurz, in welcher Reihenfolge wir die Fragen bearbeiten wollen und werden nach der dritten Fragerunde eine kleine Pause einlegen, denn digitale Formate sind ja häufig ein bisschen anstrengend und im realen Leben machen wir ja auch hin und wieder Pausen. Nach der Pause haben wir noch eine kleine Fragerunde, die offener gestaltet ist, wo also auch vermischte Fragen dann drin vorkommen können und die nicht so fokussiert auf diese Themenblöcke sind. Und dann möchten wir Ihnen nach dem eigentlichen Themenabend noch die Möglichkeit geben, in den informellen Austausch zu gehen. Wir hatten ursprünglich geplant, 4 verschiedene Breakout-Sessions anzubieten, eine mit Herrn Reubke, eine mit Herrn Kühne, eine für Sie untereinander zum Plaudern und eine mit dem Team Stadtwerkstatt. Die ja, Möglichkeit, mit Herrn Kühne zu sprechen, fällt natürlich weg. Trotzdem freuen wir uns, wenn Sie, nachdem wir den Frage-Antwort-Teil gemacht haben, noch da bleiben und wir gemeinsam noch ein bisschen Zeit verbringen können und klönen können, wie wir hier so schön in Oldenburg sagen. Ja, bevor wir die Umfrage starten, gebe ich erstmal Herrn Reubke das Wort und freue mich, wenn Sie 2, 3 einleitende Worte für uns haben, Herr Reubke. Ja, herzliches Dankeschön einerseits für die Einladung, andererseits für das große Interesse zu den Themen. Ich merke das ja immer wieder, wenn wir Veranstaltungen in Entwicklungsgebieten haben oder zu Wohnbaumaßnahmen und dergleichen, dass das Thema Verkehr doch immer eine sehr starke Rolle spielt. Und wir haben von unserer Seite aus, glaube ich, jetzt eine ganze Reihe von Formaten und Möglichkeiten auch gefunden, uns da mit allen Beteiligten in der Stadtgesellschaft in den Austausch zu begeben. Ich freue mich, dass wir es heute hier in der Stadtwerkstatt machen mit dem Format und warte mal ab, was so heute auf uns zukommt und wie wir dann gemeinsam in der Lage sind, auch in eine gute Diskussion hineinzukommen. Danke erstmal. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt gerne die Umfrage starten, wo Sie einfach mal ganz kurz ein Stimmungsbild abgeben können, in welcher Reihenfolge, was denn Ihr Favoritenthema heute Abend ist. Und jetzt poppt bei Ihnen eine Umfrage auf. Ich sehe schon, viele haben sie auch schon gefunden, wo Sie jetzt einfach mal kurz Ihre Stimme abgeben können und wir sehen, in welcher Reihenfolge wir gleich loslegen. Gut, es haben noch nicht alle abgestimmt, aber es passiert auch nicht mehr ganz viel. Ich hoffe, alle haben das Fenster gefunden, was jetzt bei Ihnen aufgepoppt ist. Ja, interessanterweise, genau, ist jetzt das Ergebnis. Wir starten mit dem Thema Verkehrsberuhigung, dann nehmen wir den Radverkehr und dann den ÖPNV-Ausbau. Muss ich jetzt einmal ganz kurz, das ist ja sogar genau die Reihenfolge, die wir auch hatten. Sehr spannend. Dann starten wir direkt in die erste Frage, die ich jetzt als erstes mal aus dem vorgesammelten Fragenpool übernehme. Welche Schritte hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz unternommen, um eine Verkehrsberuhigung der Spandauer Straße und der Karl-Liebknecht-Straße umzusetzen? Welche Schritte und Beteiligungsformate sind in dieser Angelegenheit geplant? Herr Röpke, das ist ja eine ganz brennende Frage, die jetzt auch im Kontext der Gestaltung des Rathausforums sicher wieder auftritt und spannend wird. Genau, insofern ist es da an der Stelle im Moment auch gar nicht richtig möglich für mich, eine konkrete Antwort zu geben. Das Wettbewerbsverfahren zum Rathausforum läuft jetzt ja gerade erst.
Und in dem Zusammenhang haben wir uns zumindest mit den Partnern von ZenSW darauf verständigt, dass wir das, was in dem Wettbewerb als Ergebnis herauskommt, erstmal den Wettbewerb selber mit begleiten und dann bei dem Ergebnis, was rauskommt, dann auch die entsprechenden Maßnahmen dazu mit umsetzen und unterstützen. Der einzige Punkt, den wir halt als Vorgabe haben, ist der, dass wir die Straßenbahnverbindung zwischen dem Roten Rathaus und dem Anschluss dann in Richtung Hackeschen Markt herstellen wollen und herstellen müssen aus unserer Sicht, sodass dort, egal in welcher Art und Weise dann künftig die Spandauer Straße ausgestaltet sein wird, auf jeden Fall aber eine Straßenbahn dort verkehren wird. Der Anschluss, der sich jetzt durch die Entwicklung am Molkenmarkt ergibt, zeugt natürlich auch erstmal davon, dass da ja auch Straße mit entsteht und zumindest bis zum Vorfahrt zum Roten Rathaus und die Einfahrt in Richtung Rathausstraße wahrscheinlich auch dauerhaft in irgendeiner Form, wie auch immer ausgerichtete Form von Autoverkehr auch stattfinden wird. Ich würde aber vielleicht gerne zum Einstieg bei dieser Frage doch noch mal ein bisschen ausholen, weil das ist, glaube ich, schon als Überbau für das ganze Thema ganz wichtig. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass wir das Mobilitätsgesetz verabschiedet haben. Es gab erstmal die Teile zum Thema Fußverkehr, allgemeiner Teil, zum Thema Radverkehr, allgemeiner Teil und ÖPNV. In diesem Jahr ist das Thema Fußverkehr als Teil noch mit dazugekommen und verabschiedet. Und wir haben gerade ins Abgeordnetenhaus eingebracht, die Teile neue Mobilität und Wirtschaftsverkehr, sodass das Mobilitätsgesetz dann in dieser Legislaturperiode mit großer Wahrscheinlichkeit noch rund und abgeschlossen sein wird. Und daraus ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von wichtigen Vorgaben für das politische Handeln. Das fängt eben halt damit an, dass wir die Stadt lebenswerter für die Menschen gestalten wollen. Das heißt, wir wollen, dass das Credo der autogerechten Stadt nicht mehr als Maßgabe unseres Tun und Handelns nehmen, sondern wir wollen eben halt dafür Sorge tragen, Herr Röpke, jetzt nur bei mir eingefroren oder ist er auch bei Ihnen eingefroren? Dann müssen wir gleich nochmal darum bitten, dass er den Teil nochmal wiederholt. Dass wir eine deutliche Reduzierung des Autoverkehrs vornehmen wollen und ganz viele Maßnahmen entwickeln, die dazu führen, dass der Autoverkehr halt in der Stadt künftig stärker zurückgedrängt wird. Wir werden auch das Wachstum der Stadt nicht in gleichem Maße mit dem Wachstum des Autoverkehrs erfüllen können. Und insofern ist eben halt Verkehrsberuhigung ein wichtiger Teil. Aber es geht mindestens genauso auch darum, dass wir Mobilitätsverhalten verändern. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu. Wir haben auf der einen Seite die Angebote durch bessere ÖPNV-Verbindungen, durch bessere Angebote für den Radverkehr. Wir werden aber auf der anderen Seite genauso auch das Angebot für den Autoverkehr zurückbauen müssen durch Parkraumbewirtschaftung in der gesamten Innenstadtbereich, durch Maßnahmen, dass wir den Verkehrsraum zugunsten des Umweltverbundes anders aufteilen, dass wir mehr Freiraum auch für Fußverkehr ermöglichen. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Bündel an Maßnahmen, das eine ganze Weile braucht, um auch dann konkret umgesetzt zu werden. Wir haben ganz viele Einzelpunkte in der Stadt, wo man mal so ein bisschen was erkennen und sehen kann. Aber wir sind im Moment in der Tat noch weit davon entfernt, es so vollständig und komplett für ein größeres Areal sichtbar zu haben und zu sehen, was dann da passiert. Da werden wir auf der Bezirksebene und auf der Landesebene, glaube ich, noch die nächsten Jahre gut zu tun haben, um diese ganzen Themen auch voranzubringen. Ja, herzlichen Dank erstmal dafür. Sie waren leider zwischenzeitlich mal kurz weg. Ich habe leider den Faden so ein bisschen verloren, welcher Teil uns jetzt fehlt. Wir werden sicher merken, wo uns da noch ein Punkt fehlt und da können Sie dann ja nochmal drauf zurückkommen. Ich würde
Bevor ich Herrn Blaukat dran nehme, nochmal ganz kurz auf die zweite Teilfrage zu sprechen kommen wollen. Welche Schritte und Beteiligungsformate sind in dieser Angelegenheit geplant? Nee, das war jetzt zu schnell. Denn das ist ja auch immer, das kommt auch immer wieder vor, wie wird die Öffentlichkeit da beteiligt an diesen verschiedenen ja, Maßnahmen, die Sie planen. Ich denke, das kann man ja auch übergreifend Ja, beantworten. also wir haben uns ja als Land Berlin dort einen ganz klaren Fahrplan gegeben, wie wir mit dem Thema Beteiligung der Öffentlichkeit umgehen wollen. Und das ist auch eine Maßgabe, die wir für alle unsere Maßnahmen durchführen. Man muss vielleicht noch mal ein Stück unterscheiden, solche Formate, wie wir sie ja heute machen, wo es eher um große allgemeine Themen geht und dann die Formate, die sich ganz konkret auf ein Vorhaben beziehen. Und diese vorhabenbezogenen Beteiligungen sind ja so, dass wir schon sehr früh im Bereich des Entwurfes mit den Bürgern das erste Mal in den Kontakt gehen, uns Feedback holen und dann in die weiteren Planungen gehen. Wir haben das zum Beispiel für die Straßenbahn Leipziger Straße gemacht. Bei dem Thema Spandauer Straße ist im Moment die Federführung über das Wettbewerbsverfahren zum Thema Rathausforum bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, aber wenn es ein konkretes Straßenbau- oder Brückenvorhaben wie jetzt an der Mühlendammbrücke gibt oder sowas, dann werden von unserer Verwaltung diese Beteiligungsformate durchgeführt. Und wir haben jetzt auch schon gerade in zurückliegenden Wochen einige sehr erfolgreich auch in diesem digitalen Format durchgeführt, mit unterschiedlichen Möglichkeiten auch Feedback zu geben und auf Mein Berlin zu schauen und zu gucken, was dort gerade aktuell an Diskussionsthemen ist es, glaube ich, immer ein guter Punkt, weil wir immer auch dort Beteiligungsformate und Beteiligungen veröffentlichen und auch sichtbar dann für alle haben. Ja, herzlichen Dank. Dann möchte ich jetzt gerne Herrn Blaukat das Wort erteilen. Und danach, auch wenn ich sehe, dass jetzt Frau Keilhacker und Frau Kreitmeier sich gemeldet haben, trotzdem nochmal wieder eine Frage aus unserem Fragenpool reinnehmen. Ich finde es aber ganz großartig, dass Sie sich jetzt schon beteiligen. Herr Blaukat, dann Ihre Frage. Ja, schönen guten Abend, Henrik Blaukat, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Leipziger Straße e.V. Guten Abend, Herr Reubke. Wir hatten ja auch schon mal Kontakt miteinander. Für mich stellt sich die Frage bei dem Thema Verkehrsberuhigung, inwiefern sich konkretere Maßnahmen für die Leipziger Straße abzeichnen. Wir hatten ja auch schon mal zu dem Thema erörtert, dass ein Abwarten bis zur Realisierung der Tram eigentlich nicht angezeigt ist, weil die 6.500 Anwohner hier vor Ort massiv unter Lärm und Geschwindigkeitsüberschreitung leiden und aktuell ja auch Tendenzen zumindest kolportiert werden, dass seitens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg eine Verengung der Lindenstraße, Axel-Springer-Straße geplant ist, die natürlich dann auch zu einer verkehrlichen Mehrbelastung auf der Leipziger Straße und für die Anwohner führen. Und wenn sozusagen die Abkehr von der autogerechten Stadt ein Ziel der Senatsverwaltung auch ist, dann würden wir gerne als Vertreter der Anwohner von der Leipziger Straße nochmal erfahren, ob es konkretere Maßnahmen jetzt inzwischen gibt, die Herr Strese in seinem Schreiben an uns ja auch zumindest in Aussicht gestellt hat, wie die Leipziger Straße entlastet werden kann von den massiven Belastungen, die wir hier haben. Ja, danke schön, Danke Herr auch. Blaukat. Wollen Sie erst sammeln oder soll ich immer gleich direkt Nee, antworten? legen Sie gleich los. Okay, gut. Ja, in der Tat ist das, was Herr Blaukart angesprochen hat, glaube ich, auch immer ein schwieriger Konflikt, in dem wir uns bewegen. Auf der einen Seite gibt es für viele Abschnitte Planungen, von denen wir aber auch wissen, dass sie noch eine ganze Weile an Zeit benötigen, bis sie konkret umgesetzt werden. Wir haben jetzt in der Leipziger Straße die Straßenbahnplanungen, wir haben die Planungen für die beiden Brücken, Mühlendammbrücke, auch schon mit dem Öffentlichkeitsbeteiligungsmaßnahme. Wir haben jetzt in absehbarer Zeit das Thema Gertrauenbrücke und Spittelmarktbrücke, die auch angegangen werden müssen, weil sie für die Straßenbahn relevant sind. Aber das, was jetzt für kurzfristige Entlastung
in der Leipziger Straße sorgen kann, haben wir im Moment leider, muss man ehrlicherweise auch sagen, nicht die Chancen und die Kapazitäten, da jetzt auch noch was Eigenständiges zu planen. Wir können jetzt nur über die normalen Möglichkeiten, die wir im Rahmen von NOx-Diskussionen mit Tempo 30 durchgeführt haben, also die Reduzierung der Geschwindigkeit in dem schmalen Bereich. Aber das, was Sie hier ansprechen, ist der breite Bereich. Und dadurch, dass das in den nächsten Jahren doch sehr stark durch viele Baumaßnahmen belastet sein wird, werden wir zumindest nichts Konkretes mit Aktivitäten jetzt umsetzen können, die eine Veränderung bedeuten, sondern es wird erst durch die Baumaßnahmen dann etwas anders werden. Also leider im Moment noch keine Antwort auf eine kurzfristige tatsächliche Entlastung. Was Sie zum Thema Lindenstraße angesprochen haben, ist es korrekt, dass es Überlegungen gibt im Zuge der Führung eines Radweges, dort eine Fahrradstraße draus zu machen. Das ist eine bezirkliche Maßnahme, die wir aber auch mit unterstützen. Und wann der Bezirk es aber jetzt konkret umsetzen kann, kann ich im Moment gar nicht genau sagen. Das hängt jetzt in der Tat auch davon ab, wie der Bezirk dann mit den Planungen weiter vorankommt. Ja, herzlichen Dank. Ich habe jetzt hier eine Frage, die noch aus der Fragesammlung reingekommen ist, die ich gerne reinbringen würde. Und vielleicht ist es ja dann auch eine Kombinationsfrage mit einer zweiten Frage. Die Straße unter den Linden, Frage 2, die ich hier drin habe, die Straße unter den Linden und die Karl-Liebknecht-Straße hängen eng zusammen. Werden die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen für die Straße unter den Linden und für die Karl-Liebknecht-Straße miteinander koordiniert? Das kann man vielleicht kurz beantworten. Ja, also in der Tat werden die Maßnahmen, wenn sie dann durchgeführt werden, miteinander koordiniert. Wir haben zurzeit ja noch die Situation, dass unter den Linden mindestens vom Humboldt-Forum noch Großbaustelle für U-Bahn und Humboldt-Forum ist und das erst jetzt in der zweiten Hälfte diesen Jahres abgeräumt wird. Und vor dem Hintergrund, dass wir da ganz lange diese Blockaden durch die U-Bahn-Baumaßnahme hatten, ist leider auch dieser ganze Planungsprozess für einen Umbau nicht richtig weitergegangen. Meine Kollegen aus dem Klimaschutzbereich haben jetzt im Bereich Athlon, also vor dem Hotel Athlon, einen Test aufgebaut, wie dann künftig der Mittelstreifen unter den Linden gestaltet werden soll. Das ist jetzt in diesem Jahr in der Abstimmung und auch in der Beteiligung mit den Bürgern, damit wir mal eine Idee davon bekommen, wie künftig der Mittelstreifen aussehen soll. Und dann wird darauf aufbauend das über den gesamten Bereich unter den Linden weiter ausgerollt werden. Auch die Straße selber muss komplett erneuert und modernisiert werden. Aber da das eben halt auch noch sehr lange dauern wird, werden wir, wenn jetzt die Baumaßnahmen beendet sind, vermutlich in der zweiten Hälfte diesen Jahres anfangen, den Bereich zwischen Wilhelmstraße und Spandauer Straße neu zu organisieren und neu zu gestalten, die Radwege eigenständig markieren, eine Busspur dann zu haben und nur noch eine Fahrspur für den Autoverkehr, außer in Bereichen, wo dann Abbiegemöglichkeiten möglicherweise geschaffen werden müssen, um das also insgesamt dann da eindeutiger und klarer zu organisieren. Aber der richtige große Wurf wird erst dann kommen können, wenn wir die kompletten Umbaumaßnahmen machen. Und dann führt das natürlich sofort auf die Frage, was passiert dann mit dem Zulauf in der Karl-Liebknecht-Straße? Und solange wir da auch nicht Klarheit haben, was passiert mit dem Rathausforum und der Spandauer Straße, kann man auch die Gedanken zur Karl-Liebknecht-Straße nicht zu Ende bringen. Uns ist allen bewusst, dass das im Moment ja auch durch die Straßenbahngleise und die Absperrung, die da in den Straßenbahngleisen sind, ja ein großes Hindernis darstellt, um die Straße zu überqueren. Und ich denke mir, wir werden in dem Zusammenhang das auch dann neu überlegen und neu planen. Aber es muss eben halt wirklich im Zusammenhang gesehen werden mit Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Schlossstraße, Schlossbrücke.
unter den Linnen, das ist ein Thema, was man jetzt nicht einzeln an irgendeiner Stelle was machen kann. Aber wenn wir es tun, werden wir es gemeinsam betrachten, ganz klar. Ja, herzlichen Dank. Dann möchte ich gerne Frau Keilhacker das Wort erteilen. Ja, vielen Dank. Ich gehöre zur Initiative Offene Mitte Berlin und hatte auch schon, Herr Röhrke, guten Tag. Wir hatten schon mal in einem Werkstattgespräch mit Ihnen über das Thema Spandauer Straße vor allem gesprochen, wo wir im August 2019 mit anderen Initiativen zusammen ein Protestpicknick veranstaltet haben und die Spandauer Straße symbolisch gesperrt. Seitdem war die Frage offen, ob die Straßenbahnverbindung, die Sie angesprochen haben, auf einem grünen Gleisbett verläuft oder ob sie herkömmlich einfach nur ebenerdig in die Straße eingelassen wird mit den Schienen. Das war für uns ein wichtiger Aspekt, weil dieser Grünraum sollte eben vom Fernsehturm bis zur Spree durchgängiger werden. Das ist Frage Nummer eins zu dieser Straße. Und das zweite, die Frage bezieht sich darauf, dass ja durch Parkplätze, Längsparker und aber auch die Touristenbusse, die zwar im Moment ausbleiben, aber sicherlich wiederkommen, die Sichtachse komplett versperrt war. Und das ist eigentlich ein Thema, was der Wettbewerb jetzt nicht lösen kann, sondern was ein wirklich Verkehrsproblem ist. Gibt es ein Buskonzept inzwischen für die Reisebusse, die in die Stadt reinfahren und dort genau immer für Fototermine an der Stelle stehen bleiben, dass alles blockiert ist? Danke. No. Also in der Tat hängt jetzt, glaube ich, ganz viel zur Gestaltung der Spandauer Straße von dem Ergebnis des Wettbewerbes zum Rathausforum zusammen. Da wird sich, glaube ich, auch klären, wie Sichtbeziehungen sein sollen, wie die Spandauer Straße einbezogen werden soll in die ganzen weiteren Planungen und die Straßenbahn. Wir haben im Moment erstmal nur geplant, dass diese Trassenführung da durchgehen soll, wie sie ausgestaltet wird. Als grünes Gleis oder, also was ich nicht hoffe, so in der gleichen Form wie in der Karl-Liebknecht-Straße. Das ist jetzt in der Tat dann der Punkt, was in den nächsten Schritten definiert und abgeschlossen werden wird. Dazu ist es im Moment noch zu früh. Wir sind ja gerade erst mal dabei, über die groben Haltestellenlagen, Trassensituationen und sowas zu sprechen. Was das Thema Reisebuskonzept betrifft, so hatten wir in der Tat im letzten Jahr die Hoffnung, da zumindest mit der oder für die Öffnung von Humboldt-Forum und für die Museumsinsel etwas umsetzen zu können, was zumindest eine Entlastung für die Innenstadt bringt. Wir mussten dann leider feststellen, dass es keine Ausweichflächen in der ausreichenden Größenordnung für die ja immer noch in die Stadt fahrenden Reisebusse so erstmal geben wird. Deswegen mussten wir die Idee, die wir dort vorbereitet hatten, wieder fallen lassen und haben uns jetzt für die zweite Hälfte dieses Jahres, aber wahrscheinlich erst für das nächste Jahr vorgenommen, das nochmal umfassender, auch mit einem Beteiligungskonzept anzugehen, weil am Ende ist immer das Problem, wir brauchen auf der einen Seite gewünscht und gefördert auch von der Wirtschaft und von der Kulturverwaltung natürlich die Gäste in der Stadt. Wir müssen ihnen und wollen ihnen auch die Möglichkeit geben, barrierefrei die Einrichtungen in der Stadt zu erreichen, damit sie eben halt die Schätze, die die Stadt hat, auch wirklich genießen können. Und auf der anderen Seite ist natürlich aber der Verkehr, der daraus resultiert, eine Belastung. Und man muss eben halt wirklich ein gutes Angebot schaffen, das das miteinander kombiniert. Und wir haben keine größeren freien Flächen mehr im inneren Stadtbereich, wo man Reisebusse, so wie das eben halt in anderen großen Städten oder Metropolen ist, wo man sie abstellen könnte, um dann von dort irgendwelche anderen Shuttle-Angebote oder sowas zu machen. Auch an der U-Bahn, auch das war mal so eine Überlegung, also an der U5 zum Beispiel, gibt es im Moment nicht ausreichend genügend Möglichkeiten, um das, was an Reisebussen erwartet wird, dann auch tatsächlich abstellen zu können. Und der andere große Punkt ist in der Tat immer auch das Thema Barrierefreiheit, was wir mit beachten müssen. Also Antwort ist, wir haben zurzeit noch keine Idee, wie es gemacht werden soll, aber wir haben
ein großes Problembewusstsein für das Thema und wollen es auch vorantreiben. Nur das dauert jetzt ja auch schon mehrere Jahre und das Humboldt-Forum wird auch noch eröffnet. Ich verstehe nicht, warum das Buskonzept nicht da ist, ehrlich gesagt. Ja, wir hatten eins, wie gesagt, das hat dann aber in der Umsetzung sich gezeigt, dass es doch sehr viel größere Probleme und Widerstände mit sich bringt, als bei dem Ansatz gedacht wurde. Und so ein Konzept benötigt erstens Zeit und Leute, die es erstellen. Und es benötigt dann natürlich aber auch für die Lösungsmöglichkeiten und für die Lösungsräume die entsprechenden Räumlichkeiten in der Stadt. Und das ist im Moment unser Hauptproblem, dass da viele Stellen durch immer wieder andere Baumaßnahmen oder durch andere Bedürfnisse nicht in der Art und Weise zur Verfügung stehen. Und das macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwie die Fahrzeuge in der Karl-Marx-Allee abzustellen, die Reisebusse oder irgendwas anderes. Also es muss schon etwas stärker durchdacht sein und man muss es eben halt mit allen Beteiligten auch gestemmt bekommen. Und im Moment ist unser Problem in der Tat, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können. Ja, danke schön. Ich denke, ich möchte jetzt gerne mal den zwei Fragen, die zum Thema Verkehrsberuhigung jetzt im Online-Chat gestellt wurden, auf meinberlin.de kurz die Gelegenheit geben, beantwortet zu werden. Wir haben da zwei Fragen. Die eine ist sehr pauschal. Wie stellen Sie zum Volksentscheid Berlin autofrei und dem damit verbundenen Gesetzentwurf, Entschuldigung. Und die zweite ist, wie stellen Sie sicher, dass trotz Verkehrsberuhigung bzw. Reduzierung der Fahrbahn der Wirtschaftsverkehr leistungsfähig bleibt? Diese Frage kam auch schon im Vorfeld über Main Berlin. Das heißt also, die erledigen wir da gleich mit. Mhm. Ja. Also zum Thema Berlin autofrei kann ich mich erstmal nur ganz allgemein äußern. Das ist ja eine relativ frische Initiative. Wir haben uns gerade in der Verwaltung im Rahmen des Volksentscheids und der konkreten Beschäftigung mit der Kostenabschätzung damit beschäftigt und haben uns sozusagen einmal ein Bild davon gemacht, was die Idee dahinter ist. Teile der Idee korrespondieren ja durchaus auch mit den Maßnahmen, die wir gerade ohnehin in der Vorbereitung haben und eine Verbesserung herbeiführen wollen. Ob alles in der Form umsetzbar ist, muss man in der Tat jetzt, glaube ich, in der weiteren Auseinandersetzung nochmal betrachten. Aber es gibt noch keine abschließende Meinung dazu, wie das insgesamt eingeschätzt wird. Das Thema Wirtschaftsverkehr. Ich hatte schon gesagt, dass das Mobilitätsgesetz ja auch um einen Teil Wirtschaftsverkehr ergänzt wird. Da wird es um mehrere Punkte gehen. Das eine ist, dass wir versuchen wollen, sukzessive gemeinsam mit den Partnern im Wirtschaftsverkehr, den Wirtschaftsverkehr in Gänze mit kleineren Fahrzeugen und auch umweltfreundlicher und umweltgerechter umzusetzen. Sie wissen, dass wir da ja in Prenzlauer Berg so ein Pilot- oder Forschungsvorhaben gehabt haben, wo Paketdienstleister mit kleinen Elektrofahrrädern, wo sie hinten ihre Pakete reinpacken konnten, die dann weiterverteilt haben, dass es einen Umschlagpunkt gegeben hat, wo die Pakete von unterschiedlichen Betreibern gesammelt wurde und dann auf die Lastenräder verteilt worden sind. Das hat sich sehr gut angetan, dieses Projekt, fand auch eine hohe Resonanz, sowohl bei den Dienstleistern als auch bei den Beschäftigten, als auch bei den Menschen, die die Pakete bekommen. Aber auch da ist wieder die Voraussetzung, man braucht irgendwo relativ große Flächen, wo man diese Verteilsituation ermöglicht, von den Stützpunkten dann die Fahrräder weiterfahren. Also das ist ein Teil, wo wir versuchen, Wirtschaftsverkehr durch eine andere Form der Organisation auch weiter zu ermöglichen. Aber es ist auch klar, es wird immer in so einer Stadt wie Berlin Lkw-Verkehr mit größeren Lkws auch geben müssen. Und da kann die Antwort nur die sein, dass wir sagen, auf der einen Seite genügend Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen sich für ihre private
oder berufliche Mobilität anders als bisher weniger mit dem Auto unterwegs bewegen, um damit Flächen für die notwendigen Fahrten zu bekommen. Wir werden es nicht schaffen können, indem wir einfach immer nur mehr neue Straßen bauen, die Erwartungen und Anforderungen der Menschen in der Stadt gerecht zu werden und trotzdem noch einen fließenden Verkehr zu bekommen. Also wir müssen schon irgendwo daran arbeiten, dass wir weniger privaten Autoverkehr in der Stadt haben, um damit für die wirklich notwendigen Fahrten den Raum zu schaffen, der dafür notwendig ist. Jetzt verstehen wir Sie gerade nicht. Entschuldigung, kleiner technischer Lapsus. Vielen Dank, Herr Reubke, für diesen Teil. Dann kommen wir zur nächsten Wortmeldung. Frau Kreitmeier wartet schon eine Weile. Frau Kreitmeier, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, wir hören Sie. Ich bin Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte und für die SPD. Und also Sie werden verstehen, dass wir besonders aufmerksam schauen und gucken, was in unserem Bezirk alles gemacht wird und was nicht gemacht wird. Von daher passen wir hier besonders auf. Und ich muss auch sagen, die Erfahrung mit der Mühlendammbrücke hat uns doch da sehr nicht amüsiert, um das mal so zu sagen, dass man mit sehr viel Mühe erreichen musste, dass die Mühlendammbrücke hier ein bisschen verkehrswendetauglicher werden soll. Da bin ich ja mal gespannt, was rauskommt. Das nächste Thema ist die Gertraudenbrücke. Da haben Sie schon gesagt, dass bald eine Bürgerbeteiligung kommt. Also ich hoffe doch wirklich, dass das auch dann bald kommt, denn ich habe ja auch mitbekommen, dass die Gertraudenbrücke ähnlich marode ist wie die Mühlendammbrücke und auch schnell gebaut werden muss. Ansonsten fehlt uns dann doch aber ein bisschen das Gesamtkonzept. Wir haben den gesamten Bereich hier von, ich sage jetzt mal, vom Potsdamer Platz bis zum Alexanderplatz, wo jetzt hier stückweise Entscheidungen getroffen werden. Die Leipziger Straße ist teilweise sehr schmal. Dann haben wir den Molkenmarkt, wo ich es bedauere, dass die Planung, die da vor Jahren gemacht worden ist, nicht auch nochmal angeschaut worden ist. Und dann kommt die Gertraudenbrücke und ja, der Spittelmarkt auch, haben Sie auch erwähnt. Andererseits steht im Koalitionsvertrag, dass unter den Linden eine Fußgängerzone werden soll. Und wir haben die Friedrichstraße auch als Verkehrsprojekt. Ich höre jetzt, dass also die unter den Linden einspurig neu gebaut werden soll. Da wäre es natürlich interessant zu fragen, wo ist da die Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung dabei? Und nun ja, bei der Friedrichstraße müssen wir warten, was beim Verkehrsversuch rauskommt. Ich persönlich und meine Fraktion, wir sagen ja, Fußgängerzone ist gut, müssen wir noch genau gucken, wie sie ausgestaltet wird, aber wird schon werden. Aber Frau Kreitmeier, herzlichen Dank für diese schon drei Fragen. Ich würde gerne Herrn Reubke die Gelegenheit geben, auf die drei Fragen auch zu antworten. Dann auch wieder eine weitere Frage aus den vorgesammelten Fragen eingehen. Mhm, ja. Frau Nier, schreiben Sie mal ganz kurz in den Chat, ob Sie darauf direkt Bezug nehmen wollen. Jetzt darf ich erst mal Herrn Reubke das Wort geben. Okay, ja, danke an Frau Kreitmeier für den großen Strauß an Fragen. Ich will es auch gerne noch mal von oben nach unten versuchen abzuarbeiten. Also zunächst einmal ist für uns als Senatsverwaltung der Städtmobilität und Verkehr das Gesamtkonzept. Der Städtmobilität und Verkehr ist jetzt gerade erst vor ein paar Wochen im Senat nach einer langen, überlangen Diskussion verabschiedet worden. Und da ist die klare Maßgabe, dass in der Stadt wir versuchen wollen, ein Model Split zu erreichen,
bis zum Jahr 2030, der für den Umweltverbund einen Anteil von 82% vorsieht und für den motorisierten Individualverkehr einen Anteil von 18%. Dazu sind im STEP Mobilität und Verkehr umfangreiche Maßnahmen dargestellt, die sukzessive umgesetzt werden müssen, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Aber es gibt eben halt eine klare Kopplung zwischen den Maßnahmen und den Zielen und all den anderen Dingen, die im STEP Mobilität und Verkehr auch noch drinstehen. Es gibt dann daneben den Nahverkehrsplan, der schon vor 2 Jahren verabschiedet wurde, wo der Ausbau des ÖPNV ganz massiv vorangetrieben wird. Es ist im Moment in Bearbeitung der Radverkehrsplan, wo es auf der einen Seite klare Vorgaben geben wird für die Ausgestaltung der Radverkehrsanlagen und umgekehrt aber auch ein Radverkehrsvorrangnetz mitentwickelt wird, das dann sukzessive umgesetzt wird. Dass die Mühlendammbrücke nicht verkehrswendetauglich ist und dass wir als Senatsverwaltung da ein falsches Signal gesetzt hatten, das weise ich in der Tat, so wie in der Vergangenheit, auch weiter vehement zurück, auch wenn Herr Gothe und die SPD in Mitte da vielleicht weiterhin auch eine andere Auffassung zu haben. Die Mühlendammbrücke ist natürlich vor dem Hintergrund, also es gibt 2 Punkte dabei. Der eine Punkt ist, die Mühlendammbrücke ist marode und sie muss ähnlich wie die Elsenbrücke möglichst schnell ersetzt werden. Und mein Kollege Adam wollte auf jeden Fall verhindern, dass es ein erneutes Planfeststellungsverfahren geben muss, was die Erneuerung auf einen Zeitraum von 7 bis 8 Jahre alleine durch die Planungsvorläufe nochmal verlängert hätte, bevor er hätte bauen können. Vor dem Hintergrund war also die Notwendigkeit da, zu gucken, dass man das, was heute an Raum dort zur Verfügung ist, nicht zu massiv verändert, um nicht zusätzliche Betroffenheiten zu schaffen. Das Zweite ist, dass im Vorfeld durch die Entscheidung zum Thema Molkenmarkt eben halt natürlich auch schon eine Entscheidung getroffen wurde, wie denn der Verkehr vom Alexanderplatz kommend in Richtung Leipziger Straße geführt wird. Und es war immer die Maxime, dass dann im Bereich der, also hinter der Gartrauenbrücke am Spittelmarkt, die Verkehrsströme geteilt werden, ein Verkehrsstrom weiter geradeaus über die dann schmaler werdende Leipziger Straße und ein Verkehrsstrom über die ja neu angebundene Axel-Springer-Straße. So, und das setzt sich eben halt natürlich in den Planungen auch weiter fort und wir haben bei den Überlegungen für die Gestaltung der Mühlendammbrücke sehr viel mehr Raum für Fuß- und Radverkehr als auch für die Straßenbahn dort vorgesehen, sodass es eine deutliche Reduzierung der IV-Fahrspuren im Vergleich zu heute gibt und dass es eben halt auch durch die andere Form der Gestaltung, glaube ich, auch eine deutlich menschenfreundlichere Umgebung in Gänze hätte werden sollen. Das Gleiche gilt eben halt auch für die Gartrauenbrücke. Die Gartrauenbrücke ist auch genau vor dem Abschnitt, bevor sich die Verkehrsströme aufteilen sollen und können. Und wir wollen eben halt auch dort die Straßenbahn drüber hinwegführen. Es wird jetzt im nächsten Schritt eine Senatsvorlage geben, wo der Planungsbeginn für das Thema Gartrauenbrücke dann als Auftrag an uns erteilt wird. Und dann werden wir ausgehend von den Straßenbahnplanungen, genauso wie für die anderen Planungen in den Öffentlichkeitsveranstaltungen dazu mit allen Beteiligten in die Diskussion und in die Auseinandersetzung gehen. Zu Unter den Linden, das, was ich gerade gesagt habe, das ist keine Baumaßnahme, sondern es ist nur eine Markierungstätigkeit nach Beendigung der Baumaßnahmen der U5. Da wird der Straßenraum, der war ja vorher auch nur einspurig und diese überbreite Busspur von 5 Meter oder irgendwie sowas, wo sich Radverkehr und Busspur und Busse das da gemeinsam teilen mussten. Und das werden wir jetzt einfach auch so neu organisieren, dass es eine geschützte Möglichkeit für den Radverkehr gibt, sich dort zu bewegen, dass die Konflikte zwischen Bus und Radverkehr und dann gab es ja damals immer auch noch die Bierbikes und was da alles unterwegs gewesen ist, dass wir das so ein bisschen dadurch lösen können. Also da wird sich substanziell im Vergleich zu der Zeit vor der Baumaßnahme nichts verändern, also vor der U-Bahn-Baumaßnahme und die Maßnahmen, die dann die Neugestaltung des Mittelstreifens bedeuten,
die vielleicht auch eine andere Form der Gestaltung der Randbereiche bedeuten. Das wird dann erst in einem Prozess gestartet werden, der sozusagen danach beginnt. Ich kann die Ungeduld von allen Beteiligten über die zeitlichen Abläufe sehr wohl immer wieder auch verstehen und nachvollziehen. Allerdings sind uns eben halt vor dem Hintergrund der ganzen Planungsvorgaben und der Planungsabläufe an vielen Stellen die Hände gebunden. Wenn ich so eine Straßenbahnstrecke neu plane und baue und wenn es uns einfach nur gelingt, alle Schritte gut hintereinander abzuarbeiten, sind wir in so einem Zeitbereich von 7 bis 8 Jahren, bis es zum Baubeginn kommen kann. Und dadurch, dass wir in der Stadt im Prinzip seit Anfang der 2000er Jahre vor dem Hintergrund der Spardiskussionen, der Diskussionen über die Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt, die Schuldenbremse und dergleichen, eigentlich so gut wie gar nicht investiert haben und nur Personalabbau betrieben haben, ist es eben halt eine gewisse Belastung, die wir jetzt in unsere Zeit mit reintragen. Wir haben da kein generisches Wachstum. Wir haben nicht sozusagen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Stadt entwickelt, sondern wir haben irgendwann gesagt, wir hören auf, in die Weiterentwicklung der Stadt zu investieren, weil wir auch gesehen haben, die Stadt stagniert, sie wächst nicht mehr. Und als wir dann gemerkt haben, dass die Stadt wieder wächst und wir angefangen haben, wieder mehr Geld für Investitionen und mehr Personal für die Planung und für die Umsetzung zur Verfügung zu stellen, ist es leider jetzt sozusagen zu spät, um diese ganzen Sachen jetzt innerhalb einer Legislaturperiode auch tatsächlich als Erfolg zu ernten. Wir haben eine ganze Reihe von Punkten, wo wir schon Veränderungen vollzogen haben, aber es ist in der Tat noch nicht wirklich flächendeckend sichtbar. Und das wird uns auch noch viele Jahre beschäftigen, bis man so ein Bild davon bekommt, wie es konkret auch aussehen wird. Ja, danke. Bevor wir jetzt in das nächste Thema reingehen, Sie haben es ja eben gerade schon angerissen, das Thema Radverkehr, möchte ich Herrn Gückel noch die Möglichkeit geben, einmal eine Frage zu stellen. Und dann möchte ich aber den Themenbereich wechseln, damit wir so ein kleines bisschen auch in der Zeit bleiben, um auch die anderen Fragen, die ja sehr vielfältig sind, auch noch zumindest anreißen zu können. Ich sehe schon, eigentlich kann man da eine ganze Themenabendreihe von machen und immer sich auch vielleicht auf die einen oder anderen Aspekte beschränken. Da ist, glaube ich, in der Stadtwerkstatt auch zukünftig noch die Möglichkeit und Raum. Herr Gückel. Ja, danke erstmal. Ich hoffe, das geht jetzt ziemlich zügig, diese Frage zu beantworten. Meinem Verständnis nach ist ein flächendeckendes Tempo 30 ja ein geeignetes Thema, nicht nur zur Verkehrsberuhigung, sondern auch für die Reduzierung von der Feinstaubbelastung. Das hat man ja auch an der Leipziger Straße gesehen. Gibt es da Überlegungen, in der Senatsverwaltung eine solche Maßnahme verstärkt einzusetzen? Wir sind an vielen Stellen dabei, das Thema Tempo 30 als einen sehr guten Weg zu erkennen, um Verkehrssicherheit herzustellen, um mehr Lärmschutz zu haben und weniger Abgase zu haben. Es ist allerdings so, dass in der Bundesrepublik durch Bundesgesetzgebung und Bundesgesetze, Straßenverkehrsordnung, Tempo 50 in den Städten die Regelgeschwindigkeit ist. Und in der StVO, also in der Straßenverkehrsordnung, nur bestimmte Ausnahmen vorgesehen sind, um Tempo 30 anzuordnen. Wir haben als Land Berlin gemeinsam mit einigen anderen Ländern auch in der Vergangenheit immer wieder auch versucht, an diesem Thema zu arbeiten, mehr Ausnahmemöglichkeiten vorzusehen. Das ist uns dahingehend gelungen, dass man sehr viel großzügiger vor Schulen, vor Kindergärten und sowas Tempo 30 einrichten konnte. Aber Tempo 30 flächendeckend ist dem halt im Moment immer noch nicht möglich. Und wir arbeiten aber auf der Bundesebene da weiter an dem Thema. Sie haben vielleicht im letzten Jahr diese Diskussion über die Änderung der Straßenverkehrsordnung miterlebt, die dann wieder zurückgenommen werden musste, weil es da diesen berühmten Zitierfehler gegeben hat. Da war das auch ein Teil von. Und ich verrate aber auch nichts Falsches an der Stelle, wenn man sagen muss, es gibt da innerhalb der Bundesregierung und der Bundesrepublik, glaube ich, schon sehr unterschiedliche Strömungen und Tendenzen,
Es gibt viele, die weiterhin Tempo 30 flächendeckend in den Städten als nicht umsetzbar und nicht realistisch erachten, sondern auch bei Tempo 50 stehen bleiben wollen. Und es gibt viele andere, so wie im Halt Berlin auch, die das Thema Tempo 30 forcieren wollen. Wir sind da weiter dran und müssen einfach gucken, wie sich da die Stimmung im Land weiterentwickelt. Herr Blaukert sagt, aus dem Lärmschutz ist es möglich, genau. Dazu gibt es eben halt auch die Aktivitäten, die von unserer Umweltschutzabteilung betrieben werden, die eben halt immer sehr genau analysieren, wo das notwendig ist. Aber es ist eben halt leider in dem Teil der Leipziger Straße, Herr Blaukert, den Sie jetzt im Wesentlichen meinen, auch da nicht möglich, weil da das Thema Lärmschutz keine ausreichende Begründung sein kann. Aber in anderen Bereichen schon. Und da tun wir das ja auch. Okay, jetzt kommt hier noch kurz von Herrn Lindenberg die Frage, könnte Herr Reubgelein im Auditorium erklären, wie sich 7 bis 8 Jahre alleine in Planungszeit für die Straße im UDL zusammensetzen? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir bitte vermeiden, den Chat jetzt auch noch für inhaltliche Fragen zu benutzen, weil dann wird es sehr, sehr unübersichtlich und dann sind am Ende alle frustriert, weil wir so viel Zeit leider heute Abend nicht haben. Ich weiß nicht, ob Sie da kurz drauf eingehen wollen, sonst würde ich gerne zum Radverkehr weitergehen. Was ich anbieten kann, Sie werden ja eine Dokumentation der Veranstaltung machen. Wir haben für unsere Straßenbahnbaumaßnahmen so ein Ablaufbild, wo man die unterschiedlichen Planungsaktivitäten und deren Dauer erkennen kann. Ich kann aber kurz sagen, die Hauptaktivitäten sind eben halt, dass man erstmal sozusagen eine Vorplanung machen muss, um dann festzustellen, ob welche Variante überhaupt die ist, über die man, mit der man sich dann näher auseinandersetzt. Also es gibt Planungen, da haben wir zwischen 7 und 15 verschiedene Varianten, die man untersucht. Dann geht man mit denen in eine Bürgerbeteiligung, guckt, welche Varianten sind sinnvoll, hat dann ein paar Vorzugsvarianten, mit denen man weitergeht. Dann braucht es eines Senatsbeschlusses dazu. Dann geht man in eine Vorplanung. Auch da gibt es ja nochmal eine Bürgerveranstaltung zu. Dann bereitet man die Entwurfsplanung vor für das Planfeststellungsverfahren. Da gibt es dann eine vorgezogene Bürgerbeteiligung. Dieses Planfeststellungsverfahren selber, was das alleine schon manchmal 2 Jahre gut dauern kann. Und dann geht es in die konkrete Umsetzung. Also das summiert sich dann schon ganz intensiv zusammen. Und wir sind eben halt nicht wie in China, wo man mit dem Filzstift irgendwie einen Strich über seinen Stadtplan zieht und sagt, da will ich jetzt eine Straße, eine Straßenbahn, eine Magnetbahn, eine U-Bahn oder was auch immer bauen, reißt alles ab, was da im Wege steht und baut es so. Ne? Das ist eben halt die Variante, die schneller geht. Aber dadurch, dass wir eben halt eine Tradition mittlerweile entwickelt haben, die ein hohes Maß an Beteiligung der Betroffenen und der Zivilgesellschaft mit beinhaltet, muss man eben halt auch diese Diskussionen mitführen und muss natürlich, macht ja auch nur dann Sinn, wenn man die Diskussion führt, dass man die Ergebnisse daraus auch dann nochmal bewertet und in neue Planung mit übernimmt. Und das führt dazu, dass so ein Plan in unterschiedlicher Granularität von, ich sag mal ja, 10, 15 Varianten eingedampft wird auf dann vielleicht 4 oder 5 und dann am Ende ist es dann eine. Und dann kommen aber natürlich die ganzen Betroffenheiten, weil jemand dann sagt, das ist aber mein Grundstück, über das ihr jetzt hier wollt, oder ich bin jetzt auf einmal mit Lärm belastet, den ich vorher nicht gehabt habe. Wie geht der damit um? Also das ist der Punkt, warum das so lange dauert. Ja, herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut zu sehen, diese Wechselwirkungen, die in diesen Planungszeiträumen sich dann einfach so stark aufsummieren. Ich möchte jetzt gerne in den Bereich Radverkehr gehen und ich habe jetzt eine kleine Schwierigkeit oder wir haben eine kleine Schwierigkeit im Bereich des Radverkehrs. Die Frage, die jetzt gerade eingeblendet war, illustriert das eigentlich schon sehr schön. Hier wird gerade im Radverkehr werden sehr viele sehr detaillierte Fragen gestellt, die bestimmte Situationen an bestimmten Orten oder bestimmte Verbindungen einfangen und fragen, warum hier oder warum nicht da. Da möchte ich jetzt, die Frage illustriert das ganz gut.
Möchte ich vielleicht einmal kurz die Frage an Sie geben, Herr Reubke, wie wollen wir jetzt damit verfahren? Wollen wir die jetzt versuchen, einzeln abzuarbeiten? Ordnen die sich vielleicht in ein größeres Konzept ein, anhand derer man so ein bisschen diese Fragen einordnen kann? Das war für mich so in der Vorbereitung so ein bisschen die übergeordnete Frage, wie gehen wir mit diesem Thema Radverkehr um? Wie geht auch die Senatsverwaltung mit dem Thema Radverkehr um? Weil das ja immer an vielen Stellen auch sehr individuell und partikular betrachtet wird. Ja, und das andere Thema, es gibt da auch dann an der Stelle gerade noch die genaue Teilung zwischen bezirklicher Verantwortung und Gesamtverantwortung in der Stadt. Auch das muss man dann immer noch mal sehen. Ich will mal versuchen, auch das noch mal von den Abläufen von oben her darzustellen. Das erste Problem, das wir hatten, war, dass wir mit dem Mobilitätsgesetz verpflichtet worden sind, einen Radverkehrsplan zu machen. Und dieser Radverkehrsplan sollte mehrere Elemente haben. Der erste Element, es sollte dargestellt werden, welche Anforderungen und Erwartungen denn künftig an die Gestaltung von Radverkehrsanlagen in Gänze gestellt werden. Also Breite, Markierung, macht man eine Protektion, also so eine Sicherung oder so, wie geht man damit um? Wir haben dann das Erste, was fertig geworden ist, ein Leitfaden für die Bezirke zur Einführung von Fahrradstraßen zu erstellen und den abzuschießen. Der ist seit Mitte letzten Jahres in den Bezirken als Handlungsleitlinie da. In Bezirk Mitte gab es ja und gibt es ja auch künftig noch Fahrradstraßen. Das zweite wichtige Thema war, das Vorrangnetz zu entwickeln, um überhaupt erst mal eine Idee davon zu haben, wo sind denn eigentlich Radverkehrsverbindungen in einem bestimmten Maße wirklich sinnvoll. Also der Grundsatz war ja immer, an jeder Hauptverkehrsstraße geeignete, geschützte Radverkehrsanlagen zu haben. Und dann sollte es eben halt auch noch eine Verbindungsqualität haben. Also es sollte genauso wie für die Menschen, die sich mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr bewegen, klar sein, dass das Ganze irgendwie auch ein Netz darstellt, dass wir nicht immer nur einzelne Elemente haben und dass man dahin kommt, wo man hin will, weil man da einkaufen will, weil man da zur Schule oder zur Uni geht. Wir haben sehr schnell vorangebracht das Thema einfache Abstellanlagen. Die Bezirke konnten, glaube ich, je Jahr um die 10.000 Fahrradbügel in der Stadt platzieren. Das haben sie auch sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Aber an diesem Radverkehrsnetz, da sind wir jetzt gerade im Moment in der Beteiligung mit den Bezirken und wir hoffen, dass wir dieses Radverkehrsnetz noch in der ersten Hälfte dieses Jahres soweit abgeschlossen haben, dass wir dann für alle Beteiligten in der Stadt einmal sichtbar machen können, wo Radverkehrsanlagen entstehen und dann umgekehrt die Bezirke das auch abarbeiten können. Parallel dazu haben wir den Prozess mit den Radschnellverbindungen gestartet, wo wir schon vor 2 Jahren gemeinsam auch mit der InfraVelo, die sich da ganz intensiv drum kümmert, für 10 Trassen Radschnellwege Planungen vorgenommen haben. Da gibt es Machbarkeitsstudien. Radschnellverbindungen sollen eine besondere Qualität haben. Man soll dort möglichst störungsfrei vom Individualverkehr zügig verkehren können. Also es soll möglichst kreuzungsfrei sein oder an Kreuzungen, wo man das nicht verhindern kann, vielleicht eine Art von Bevorrechtigung haben. Und man soll über diese Radschnellverbindung lange Wege zurücklegen. Es wird eine Radschnellverbindung geben, die Mitte in Ost-West-Richtung kreuzt. Die anderen Radschnellverbindungen, die aus der Peripherie kommen, werden meistens in der Zuführung zur Mitte dann enden und überführt werden in die städtischen oder regionalen Verkehrs- oder Radverkehrsnetze. Und insofern kann ich im Moment relativ wenig zu einzelnen konkreten Maßnahmen sagen, weil teilweise sind es eben halt dann Dinge, also wenn ich über Diagonalsperren was höre oder die gezielte Umwidmung von Einbahnstraßen oder Fahrradstraßen einzurichten, ist das eine bezirkliche Angelegenheit, die wir als Verwaltung unterstützen, aber die Planung und die Arbeit muss der Bezirk machen. Und was ich eben halt auch wichtig finde, ist, dass man am Ende dann auch dazu kommt, dass die Fahrradstraßen tatsächlich auch für Fahrradfahrer zu sind. Es gibt ja auch in Mitte mit der Linienstraße schon so eine Fahrradstraße,
Aber man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass das eine Fahrradstraße ist. Ja, da sind genauso viele Autos unterwegs wie vorher auch. Und ich glaube, da muss sich einfach auch noch etwas bei allen Beteiligten dran verändern, so wie eben halt auch eine Fußgängerzone ist und nicht eine Durchfahrstrecke für Autofahrer. Ist jetzt für mich die Frage, wollen wir diese einzelnen Punkte noch durchgehen oder ergeben sich diese Fragen dann später aus dieser Beteiligung und dem Radverkehrsnetz? Das ist ja jetzt hier wahrscheinlich eine relativ detaillierte, schwierige Abfrage, oder wollen wir lieber in der mündlichen Diskussion an anderen Stellen weitermachen? Was würden Sie denn präferieren, Herr Reubke? Also ich werde zu den meisten Planungssituationen im Moment gar nichts sagen können, weil sie eben halt nicht bei uns durchgeführt werden. Ich kann was zu den Grundsätzen sagen und zu den größeren Planungen, aber zu den kleineren Sachen, die jetzt ja gerade auch in der, es geht ja nachher darum, wirklich auch ein gutes Netz zu haben, wo ich mich als Fahrradfahrer gut dran orientieren kann. Und dann gibt es eben halt ganz viele Elemente in vielen Straßen, die zusammengefügt werden müssen. Und da das Netz, wie gesagt, noch in der Abstimmung, die ich jetzt auch nicht vor Augen habe, kann ich gar nicht für jede Straße sagen, wie sie davon betroffen sein wird. Okay, ja, herzlichen Dank. Dann würde ich das Wort gerne Herrn Hasler geben, der sich schon eine ganze Zeit lang meldet. Herr Hasler. Ja, vielen Dank. Ich werde in der Stadtwerkstatt gerne sehr grundsätzlich, habe schon seit 3 Jahren, glaube ich, immer wieder gesagt, warum sitzt hier eigentlich ZenUVK, Herr Reubke oder wer auch immer, nicht mit dabei, um sozusagen diese Schnittstellen, die wir heute ja besprechen wollten, mit Herrn Reubke und Herrn Kühne mal zu besprechen. Und bestimmte Fragen, die wir uns jetzt stellen oder Antworten, die wir jetzt kriegen, hätten wir natürlich genauso auch schon mit einem anderen Arbeitsstand, aber inhaltlich auch vor 3 Jahren schon besprechen können und wären dann vielleicht mit den Ideen, den Vorstellungen, dem Wissen der Zivilgesellschaft, für das ja diese Stadtwerkstatt eigentlich eingerichtet worden ist, das mit einzubeziehen, wären wir jetzt in diesen ganzen Schritten vielleicht schon ein bisschen weiter. Das ist das Erste, was ich grundsätzlich einmal loswerden wollte. Das müssen wir nicht besprechen, aber das ist ja vielleicht auch bekannt. Ich höre immer nur, es ist schwierig, gemeinsame Termine zu machen oder so. Kann sein, aber wir sind ja in der Berliner Mitte und das ist doch irgendwie ein sehr wichtiger Stadtbereich, denke ich. Das andere, was ich hier immer wieder durchhöre und bei fast allen Dingen, die von Senden... Wir kommen auf den Punkt. Wer moderiert da bitte? Frau Nier bestimmt, ne? Frau Nier, bitte genau. Nicht. Ich finde, das ist eine ziemliche Frechheit, Frau Nier. Frau Nier, ich möchte nicht, dass Sie dazwischen reden. Danke. Danke. Der zweite Punkt, den ich habe, ist bei ganz vielen Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, Herr Reubke, haben Sie gesagt, wir haben das so vorbereitet, also eher so verkehrstechnisch planerisch. Und dann haben wir aber gemerkt, da haben wir ein Problem, Liegenschaften, das ist nicht beachtet, da kommt plötzlich ein Eigentümer oder so. Ich stelle mir diese verkehrsplanerische Strategie für die Mitte ehrlich gesagt anders vor. Also bestimmte Dinge im Zusammenhang zu denken und aus so einem Zusammenhang dann die einzelnen Maßnahmen zu entwickeln und nicht Maßnahme für Maßnahme zu stückeln, so kommt es mir ein bisschen vor. Und sich dann zu wundern. Also das ist auch nicht meine Vorstellung von Smart City. Und was ist jetzt Ihre Frage, Herr Hasler? Ob wir nicht dazu kommen können, eine gemeinsame Strategie, Städtebau, Stadtentwicklung, Verkehr zu machen und daraus die Maßnahmen im Zusammenhang abzuleiten. Dann haben wir auch vielleicht nicht mehr das Problem, wo stellen wir die Busse hin, wo ist gerade noch eine Fläche frei, sondern dann denkt man vielleicht nochmal drüber nach, ob die Busse überhaupt wirklich bis zum Museum müssen, wegen den 2 Rollstuhlfahrern. Okay, danke. Das ist, finde ich, eine ganz gute Frage, die sich auch damit ganz gut zusammenfügt mit der Frage, wer trägt Verantwortung für Radschnellwege und für Fernradwege, Senat oder Bezirk? Das sind ja auch immer die Abhängigkeiten in Berlin, die dazu führen, wie diese verschiedenen Planungen dann auch zusammen oder diese übergreifenden Planungen ineinander greifen. Ich finde, das passt ganz gut zusammen in eine Antwort, Herr Reubke. Ja, also ich war in meiner Wahrnehmung in den letzten 3 Jahren auch häufiger in der Stadtwerkstatt in unterschiedlichen Formaten und habe mich da der Diskussion gestellt. Ich alleine, ich mit Kollegen in unterschiedlichsten Konstellationen, oder wir haben die Stadtwerkstatt umgekehrt genutzt, um unsere Projekte auch vorzustellen. Das ist so.
Das Zweite, das, was Herr Hassler anspricht, ist, glaube ich, schon ein etwas schwieriges Umfeld, was ich aber auch durchaus und gut nachvollziehen kann. Aber wir haben eben halt eine andere Konstellation. Wir haben immer die Situation, dass wir mit den Menschen maßnahmenbezogen reden müssen und abstimmen und beteiligen müssen, was es für Betroffenheiten gibt, was das für den Einzelnen bedeutet. Aber natürlich ist jede Maßnahme, die wir jetzt in die Diskussion bringen, nicht losgelöst von dem Konzept und von unserer Idee, wie das Thema Verkehr sich entwickeln soll und entwickeln muss. Dafür ist zum Beispiel der Städtemobilität und Verkehr ein Instrument. Da ist eben halt das alles mit enthalten. Da sind die Ziele definiert, da sind die Maßnahmen enthalten, aber jede einzelne Maßnahme muss eben halt dann doch einzeln umgesetzt werden. Und dieses Zusammenspiel zwischen, ich rede jetzt über eine konkrete Maßnahme, weil daraus Betroffenheiten entstehen und ich muss für diese eine Maßnahme die Dinge weiterentwickeln und mit den Menschen und mit den Verwaltungen abstimmen und wie passt das Ganze in das Gesamtkonzept rein, das ist in der Tat, glaube ich, schwierig. Und wir haben uns in den letzten 3 Jahren auch an der Stelle insofern ein bisschen schwer getan, als wir den Städtemobilität und Verkehr noch nicht hatten. Der ist jetzt erst in diesem Jahr verabschiedet worden und somit erst jetzt auch für alle ein Thema, wo man sich drauf beziehen kann. Der alte Städtverkehr war eben halt auf einer ganz anderen Grundlage entstanden. Was sicherlich richtig ist, wo es noch ein Stück fehlt, ist diese grundsätzliche Diskussion auch mit der Stadtentwicklung. Und jetzt wäre es ihm halt gut, wenn Herr Kühne mit dabei wäre, mit der Stadtentwicklung zu dieser grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich unsere Idee für die Stadt? Wir haben ja ganz verschiedene, unterschiedliche Stadtentwicklungspläne für Wohnen, für Wirtschaft, für Mobilität und Verkehr, für Klimaanpassung und sowas halt alles. Da haben wir natürlich auch eine Diskussion, aber der Hauptpunkt ist der, dass wir heute immer noch das Thema Entmischung als Maßgabe für viele Planungen haben. Wenn ich große neue Bausiedlungen am Stadtrand plane, wie Blankenburger Süden oder unten in Lichterfelde Süd oder an anderen Stellen, dann ist natürlich da der Punkt, dass ich ein Stück Verkehr erzeuge, weil ich nicht alle Möglichkeiten für die Menschen, die dort wohnen sollen, wohnortnah erfüllen kann. Und das Thema das Berliner Modell, wie man sagen, eine Berliner Mischung in der Stadt hat, wo ich im Hinterhof die Werkstatt oder das Gewerbe habe, im Vorderhaus wohnen die Betuchteren, in den Seitenhäusern die etwas weniger Betuchteren und hinten kann man seine Kohlen bekommen oder sowas. Ich glaube, wir müssen auch an so einen Stellen wieder versuchen, Mobilität und Stadtentwicklung mehr gemeinsamer zu denken und das auch voranzutreiben. Da sind wir im Hintergrund auch durchaus dabei, solche Dinge auch mit zu diskutieren. Aber jetzt fehlt mir da Herr Kühne als Konterpartner für so eine Diskussion. Ich glaube, das alleine wäre auch abendfüllend. Aber wir werden Mobilität weiterhin den Menschen ermöglichen müssen, aber wir müssen sie ermöglichen mit weniger Verkehr. Das wird ein großes Ziel sein. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, daran anschließend und gleichzeitig auch so ein bisschen überleitend in den Bereich ÖPNV, der jetzt auch immer mal schon wieder anklang, passt eine ganz gute Frage aus dem Online-Chat auf Mein Berlin rein. Ich hoffe, ich verhasple mich jetzt nicht, die ist ziemlich lang. Das Hauptverkehrsnetz als MIV-Vorrangnetz liegt in der Verantwortung von SEN-UVK, in Klammern wegen der übergeordneten Bedeutung, nicht wegen der Breite der Straßenräume. Wenn jetzt zusätzlich das ÖPNV-Vorrangnetz und das Rad-Vorrangnetz dazukommen, werden diese ebenfalls in die Verantwortung von SEN-UVK übertragen. Wäre das, der Autor schreibt, das wäre nur konsequent, wieso sollte das nur für den motorisierten Individualverkehr gelten? Und das ist ja eigentlich schon so eine ganz spannende Frage, die dann in Richtung auch weiterer Ausbau des ÖPNV-Netzes und des Radnetzes zeigt. Genau. Also es gibt
aus dem Mobilitätsgesetz heraus Vorrangnetze für den ÖPNV und für den Radverkehr. Und es gibt ein Netz aus dem Stadtentwicklungsplan für den Straßenverkehr, was aber nicht auf der Ebene Vorrangnetz ist, wie das in der Vergangenheit oft auch betrachtet wurde. Also da gibt es schon eine gewisse Abstufung. Aber es gibt natürlich dieses Netz an Straßen in unterschiedlichsten Kategorien, von denen wir sagen, das ist eben halt notwendig, um in der Stadt die Mobilität auch für den Straßenverkehr, dem Wirtschaftsverkehr und dergleichen zu ermöglichen. Wir haben jetzt mit den unterschiedlichen Definitionen von Vorrangnetzen natürlich auf einmal die Situation, dass wir ganz neue Konflikte bekommen. Und in der Vergangenheit ist es aus ganz unterschiedlichen Gründen leider ganz oft so gewesen, dass die Konflikte zwar auch da gewesen sind, sie aber nicht einer Lösung zugeführt worden sind. Also der Klassiker ist dann immer der Fahrradweg, der irgendwo im Nirvana endet, auf die Fahrbahn geführt wird und sich scheinbar keiner einen Kopf darum gemacht hat, ob der Fahrradfahrer eigentlich genau sicher an dieser Stelle seinen Verkehr bewältigen kann. Da sagt das Mobilitätsgesetz jetzt ganz klar, also erstens, du darfst so eine Situation gar nicht mehr zulassen. Und dort, wo es ein Vorrangnetz für einen Verkehrsteilnehmer aus dem Umweltverbund gibt, musst du stärker als in der Vergangenheit dafür sorgen, dass du eine sichere Lösung findest. Und du musst nachvollziehbar dokumentieren, warum die Lösung so oder so ausfällt. Das ist jetzt in der Tat vielleicht noch nicht flächendeckend sichtbar, dieser Prozess, der dahinter abläuft, weil wir ja ganz viele Dinge im Moment auch umsetzen, die schon vor 5 oder vor 6 oder 7 Jahren geplant worden sind. Aber das ist die Maßgabe dessen, was wir künftig bearbeiten. Und da sind wir als Senatsverwaltung natürlich in einer ganz wichtigen Rolle, weil wir diesen Abwägungsprozess mit unterstützen müssen. Aber wir müssen auch die Mitarbeitenden in den Bezirksverwaltungen in die Lage versetzen, das auch eigenständig zu machen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ein Bezirksmitarbeiter irgendwas plant, in gutem Wissen und mit gutem Gewissen, dann legt er uns die Planung vor und dann sagen wir ihm, nee, mach mal alles nochmal, das ist ja völlig falsch, was du da machst. Das ist nicht produktiv und auch nicht effektiv. Also müssen wir gucken, dass wir auf allen Ebenen in der Lage sind, mit den neuen Vorgaben solche Planungen neu zu denken und neu zu überarbeiten. Aber Planungen, die wir heute starten, werden erst in 4 oder 5 Jahren tatsächlich dann wirklich sichtbar. Mit den Pop-up-Radwegen oder so, da ist uns ein Coup gelungen, aber das ist nicht die Regel. Das muss man leider eben halt auch sagen. Der Ton ist leider wieder nicht an. Ich habe gesagt, danke für diesen kleinen Rundumschlag. Ich würde jetzt gerne nochmal wieder eine Live-Frage zulassen. Herr Blaukat hatte sich noch mal gemeldet und steht jetzt ganz oben in der Rednerliste. Herr Blaukat, Sie haben das Wort. Ja, danke schön, dass ich noch mal kurz was ansprechen kann. Sie sagten vorhin, Herr Reubke, dass Sie für die Leipziger Straße keine konkreten Maßnahmen ergreifen könnten, dass es auch keine, sagen wir mal, Begründung gäbe für diese Maßnahmen. Allerdings ist es für mich dann nicht ganz verständlich, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt einen Radstreifen und wir sprechen jetzt gerade über Radverkehr, dass man auf der Lindenstraße, Axel-Springer-Straße quasi eine ausgewiesene oder ausgedehnte Radverkehrsführung machen will und nicht gleichzeitig auch die Leipziger Straße mit in Angriff nimmt, um zum Beispiel gerade in der Engstelle der Leipziger Straße einen geschützten Radweg zu installieren. Das ist wirklich eine Nahtoderfahrung für die Radfahrenden dort. Und insofern wäre das auch eine Maßnahme, die tatsächlich die Gleichbehandlung dieser beiden Verkehrsachsen darstellen würde. Denn wenn Sie die Lindenstraße, Axel-Springer-Straße eindämmen, dann ist es zwangsläufig, dass der Verkehr sich noch stärker in der Leipziger Straße staut. Und insofern wäre da doch meines Erachtens, wenn wir jetzt beim Thema Fahrradverkehr sind, eine gleich abgewogene Maßnahmenstrategie sinnvoll und dringend notwendig. Und insofern wäre das nochmal meine Frage, welche Tendenzen oder welche Maßnahmen
plant denn SEN-UVK hinsichtlich eines geschützten Radverkehrs auch auf der Leipziger Straße, insbesondere in der Engstelle? Dankeschön. Also kann ich nur bei der Antwort von vorhin bleiben. Die ist unbefriedigend, aber die Überlegungen gelten erst im Zusammenhang mit der Umsetzung der Straßenbahnplanungen. Ich bin jetzt ganz so frech, ich weiß, ich muss noch ganz kurz sagen, dann kann ich nur sagen, wenn man sich anhört, dass darüber nachgedacht wird, unter den Linden einzugrenzen, dass in der Axel-Springer-Straße eingegrenzt wird, in der Leipziger Straße leben 6.500 Menschen auf 600 Meter Straße und es wird über alles andere diskutiert, nur nicht über diesen Schutz der Anwohner und insofern, das muss ich nochmal ganz kurz loswerden. Ja, herzlichen Dank. Daran grenzt eigentlich ganz gut die Frage aus dem Online-Chat, wann werden die Straßenbahnstrecken in der Leipziger Straße und in der Axel-Springer-Straße fertiggestellt? Man erfährt dazu in der Öffentlichkeit nichts Aktuelles. Vielleicht können Sie das kurz aufklären, Herr Röpke. Ja, also man erfährt in der Öffentlichkeit nichts Aktuelles, ist, glaube ich, nur bedingt richtig. Wir hatten, glaube ich, im November letzten Jahres die letzte große Öffentlichkeitsbeteiligung in der Alten Münze zur Straßenbahnverlängerung in der Leipziger Straße, sind jetzt in der Vorbereitung für das Thema Gertrauenbrücke und Spittelmarktbrücke. Aber wir sind in den Abläufen im Moment so, dass also frühestens in der späteren zweiten Hälfte der 20er Jahre, also ich glaube, wir sind im Moment bei 27 oder 28, die Straßenbahn fertiggestellt sein wird und der Abzweig über die Axel-Springer-Straße in Richtung Haddisches Tor und dann weiter in Richtung Hermannplatz, das ist etwas, was erst in den Anfang der 30er Jahren kommen wird. Also insofern, das klingt jetzt irgendwie alles sehr blöd, ja, weil das immer noch so ewig weit weg ist, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir sind in den Planungsabläufen jetzt so weit, dass wir bei der Straßenbahn ja noch nicht mal irgendwie ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet haben, sondern immer noch dabei sind, die genauen Trassenführung, Haltestellenlagen und dergleichen zu entwickeln. Das wird noch eine ganze Weile brauchen. Ja, herzlichen Dank. Da möchte ich nur noch einmal ganz kurz nachhaken, an welchen Stellen, wie ist geplant, da tatsächlich auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, wie das dann weiterläuft, denn das ist ja offensichtlich immer so eine Sache, wie kann man das direkt dann auch erfahren. Ja, also immer dann, wenn wir konkrete weitere Detaillierungen einer Planung haben, wo es einerseits für die Planer sinnvoll ist, nochmal auch Rückkopplung mit den möglicherweise Betroffenen zu gehen, um zu gucken, ob die Planung richtig ist oder ob man in irgendeiner Form noch was verändern muss, dann sind es immer Zeitpunkte, zu denen wir an die Öffentlichkeit gehen. Das ist also immer dann, wenn wir aus der Vorplanung herausgehen, wenn wir Alternativen auch noch haben und zu den Alternativen Informationen benötigen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wo wir dann in die Öffentlichkeit gehen, ist, wenn es dann so konkret wird, dass im nächsten Schritt das Planfeststellungsverfahren vorbereitet wird und wir dann die Leute darüber informieren, was in dem Planfeststellungsverfahren vorgesehen ist, was es für konkrete Auswirkungen gibt, damit jeder, der von so einer Planung betroffen ist, eben halt auch die Möglichkeit bekommt, sich gut darüber zu informieren, von seinen Rechten Gebrauch zu machen, seine Bedenken, seine Hinweise in das Planfeststellungsverfahren einzubringen. Dann gibt es die Anhörung dazu und den Planfeststellungsbeschluss. Und aber also bis dahin gibt es in der Regel mindestens dreimal eine geordnete Möglichkeit, sich in den Planungsprozess einzubringen. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte, trotzdem wir jetzt noch Wortmeldungen haben und eine Menge Fragen im Live-Chat, jetzt mit Ihnen in die Pause gehen. Dann können einmal alle kurz verschnaufen und
Ich schreibe mir hier auch auf, dass Herr Gückel sich schon einige Zeit meldet. Wir möchten nach der Pause dann weitermachen mit Ihnen an verschiedenen Stellen. Wir merken, jetzt wird es ja auch thematisch breiter. Hier haben wir nochmal eine spannende Frage zur grundlegenden Neuplanung des ÖPNV-Netzes und verschiedenen Detailfragen. Da möchte ich gerne nach der Pause mit Ihnen weitermachen, auch mit weiteren Wortmeldungen. Wir machen 15 Minuten Pause und ich gebe Ihnen eine kleine Aufgabe mit in die Pause. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass Sie die Gelegenheit haben, nach der Veranstaltung einfach noch zu bleiben und mit uns weiter zu sprechen, mit Herrn Reubke weiter zu sprechen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch untereinander sich auszutauschen. Und dafür möchten wir nachher drei sogenannte Breakout-Räume öffnen, also drei Räume, die dann voneinander unabhängig betreten und unabhängig voneinander funktionieren. Und mein Kollege Herr Hüneberg hat jetzt gerade schon eingeleitet, wie wir das gerne machen möchten. Es ist für uns am einfachsten und für Sie auch, wenn Sie sich während der Pause umbenennen und die Nummer des Raumes, in dem Sie nachher weiter sprechen, miteinander sprechen möchten, vor Ihren Namen zu schreiben. Und ich lese einmal kurz vor. In Raum 1 gibt es einfach die Möglichkeit, frei untereinander sich auszutauschen. Dort wird niemand von uns anwesend sein. In Raum 2 wird Herr Reubke anwesend sein und ich werde dort auch anwesend sein, damit dort auch weiter noch einfach geplaudert werden kann. Und in Raum 3 steht das Team der Stadtwerkstatt zur Verfügung für Nachfragen. Genau, Frau Vogelsang macht sich bereit für Sie, auch Rede und Antwort zu stehen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich während der Pause einmal ganz kurz umbenennen, damit wir das, nachdem wir die Veranstaltung, den offiziellen Teil beendet haben, schnell für Sie erledigen können, Sie in die richtigen Räume zu schieben. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich trotzdem da, falls das nicht geklappt hat, auf Nachfrage Sie dann dort einzuordnen, wo Sie das möchten. Ich freue mich, dass Sie mit uns bis hierher gegangen sind und wünsche Ihnen eine schöne Pause. Strecken Sie sich, bewegen Sie sich ein paar Minuten, nehmen Sie sich was Frisches zu trinken und wir sehen uns um 19.40 Uhr hier wieder. Wie gesagt, 15 Minuten Pause und Herr Gückel, Sie sind notiert als der Erste, der sich gemeldet hat. Herzlichen Dank und bis gleich. So, guten Abend zusammen zurück. Schön, wenn Sie nach der Pause jetzt erfrischt und mit neuen Fragen zurückgekommen sind. Wir möchten jetzt in den letzten Diskussionsteil des Abends gehen. Der wird sich ungefähr bis 20 Uhr, 20.10 Uhr fortführen. Und da möchten wir jetzt für verschiedene Fragen Raum geben. Und ich freue mich natürlich, wenn sich daraus irgendwo auch eine inhaltliche Linie ergibt und auch so die Zusammenhänge immer mal wieder abgebunden werden. Und als Erstes möchte ich jetzt gerne Herrn Gückel das Wort geben, der jetzt schon einige Zeit gewartet hat und über die Pause hindurch gehalten hat. Herr Gückel. Dankeschön. Also es geht tatsächlich noch um das Fahrradthema. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir im Prinzip wollen, dass sich mehr Verkehr auf den Radverkehr verteilt. Und hatte da spontan gerade eben noch die Überlegung zu, dass die Linienstraße dann wahrscheinlich so als Fahrradstraße nicht ausreicht, wenn man denkt, dass die heutzutage schon in der Rush-Hour ziemlich überbelegt ist. Wollte aber eigentlich zu einem anderen Thema, und zwar das Thema Fahrradabstellanlagen. Ich sitze oder habe für die Linke schon jetzt ein paar Mal am Fahrrad teilgenommen in Mitte und habe das Thema da einmal angesprochen und habe in dem Zusammenhang auch die Großanlage am S-Bahnhof Pankow angesprochen. Dort gibt es ein zweistöckiges, Fahrradparkhaus und hatte gefragt, ob es in dem Zusammenhang Planungen gibt, das auch im Bezirk Mitte solche Großformate einzusetzen. Und wurde dort brüsk zurechtgewiesen, dass ja die schönen Bügel,
die Kreuzberger Bügel so toll sind und dafür hat man ja so viele. Und ich denke mir halt, dass sie sehr platzraubend sind im Vergleich dazu, wenn man sich diese Anlage in Pankow anguckt. Und gerade wenn man bedenkt, dass die Fahrradzahlen wahrscheinlich zunehmen werden, nicht nur der Verkehr, sondern natürlich dann auch die Fahrräder selbst, wäre es dann nicht sinnvoll, solche Anlagen auch mal in die Mitte einzuführen? Und dann zweiter Punkt, Stichwort Ampelschaltung. Es gab anscheinend mal eine Studie von der TU Berlin zu dem Thema grüne Welle bzw. grüne Welle für Fahrradfahrende. Und da gab es in dieser Studie, ist man wohl zu dem Punkt gekommen, dass man mit gezielteren oder besseren Ampelschaltungen nicht nur den Autoverkehr verflüssigt, sondern auch eben den Radverkehr schneller macht. Was sind da so die Überlegungen in der Sendung VK in der Hinsicht, war meine Frage. Und mein letzter Tipp, Thema BürgerInnenbeteiligung. Wäre es nicht sinnvoll, bestimmte Punkte, Planungsstände und so weiter online zur Verfügung zu stellen? Dankeschön. Ja, danke, Herr Gückel. Das waren jetzt drei Fragen. Ich hoffe, Sie haben sie alle noch mitbekommen, die ja sehr, sehr weit auseinander liegen teilweise. Genau. Aber ich habe die Möglichkeit, mit Stift und Papier mir Stichworte aufzuschreiben und damit mein Gedächtnis immer, genau, mein Gedächtnis auf etwas zu helfen. Also Radverkehr, Fahrradparken, wir haben von der InfraVelo beauftragt, eine Potenzialanalyse zum Thema Fahrradparken an den S- und U-Bahn-Stationen. Die ist mittlerweile, glaube ich, auch auf der Internetseite der InfraVelo abrufbar und sichtbar. Da haben wir schon erkannt, dass es ein riesengroßes Defizit, also jetzt mehr so im sechsstelligen Bereich als im zweistelligen Bereich gibt. Und das kann man in der Tat mit einem 5.000 oder 10.000 Bügelprogramm gar nicht abarbeiten. Die InfraVelo hat den Auftrag, weil es sind einige Stellen dabei, da sind die Größenordnung Potenziale von 1.000 oder über 1.000 Fahrrädern, dort auch über richtig bauliche Fahrradparkhäuser, so wie man es aus Holland zum Beispiel ja auch kennt, drüber nachzudenken und dort dann auch entsprechende Zugangssysteme für zu schaffen, die Fahrräder dort auch sicher oder sicherer machen, als das vielleicht so am Straßenrand sein wird. Also diese Potenzialanalyse ist da und jetzt laufen jetzt die Gespräche zu den einzelnen Standorten zu gucken, gibt es denn bei dem Potenzial auch den Raum, um das Potenzial in irgendeiner Form umsetzen zu können? Das ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, in Zehlendorf vielleicht etwas einfacher als in Mitte. Und dann werden diese sukzessive abgearbeitet. Also da ist der Plan zumindest da. Da ist Mitte meines Erachtens auch von betroffen. Auch da gibt es Situationen, wo es größere Abstellmöglichkeiten gibt. Aber ich glaube, Mitte sollte, glaube ich, in Gänze auch dazu kommen, einfach häufiger Parkraum, also Autoparkraum zu ersetzen durch Parkraum für Fahrradfahrer und auch für die Sharing-Angebote, also Bike-Sharing und diese E-Scooter. Da haben wir ja im letzten Jahr auch die Voraussetzungen für geschaffen, dass man das machen kann und das entsprechend umzusetzen. Ampelschaltungen, grüne Welle für Radverkehr. Im Moment liegt der Schwerpunkt bei dem Thema Ampelschaltung darauf, die Kreuzungseinrichtungen sicherer zu machen für den Radverkehr. Sie wissen ja, die vielen Abbiegeunfälle, die wir immer wieder noch haben, überwiegend mit LKWs, aber auch mit PKWs. Und die Kollegen in meiner Schwesterabteilung, die sich da mit dem Verkehrsmanagement beschäftigen, sind im Moment eher darauf aus, zu gucken, dass sie Ampelschaltungen so versuchen hinzubekommen, dass man die Trennung zwischen den unterschiedlichen Richtungen herstellen kann und damit ein höheres Maß an Sicherheit zu erzeugen. Also da geht in der Tat im Moment Sicherheit vor Schnelligkeit, also vor der Beschleunigung oder vor der grünen Welle. Aber wenn wir dann diese Radschnellwege planen, wird natürlich das Thema grüne Welle für die Radfahrenden auf diesen Radschnellwegen eine ganz wichtige Rolle spielen. Manchmal werden wir vielleicht auch neue Brückenbauwerke oder irgendwie sowas bauen, aber es wird natürlich auch weiter Kreuzungspunkte geben und dann müssen wir darauf gucken. Bürgerbeteiligungen,
Also in der Tat, also wir haben ja mit Mein Berlin, glaube ich, schon ein total tolles Instrument in der Stadt, wo man alle aktuellen laufenden Verfahren sehr gut verfolgen kann, auch immer wieder sich mit einbringen kann. Und es ist bei allen Punkten eigentlich immer so, dass dann im Nachgang die Aktivitäten daraus auch immer auf den Internetseiten der jeweiligen Senatsverwaltung oder der Bezirke zu finden sind. Und wir haben also bei uns auf unserer SEN-UVK-Seite eigentlich zu allen großen Vorhaben immer auch die aktuellen Informationsstände und pflegen das auch weiter. Was es noch nicht gibt, ist irgendwie so ein Push-Dienst, der dann sagt, Achtung, da hat sich jetzt was verändert. Ja? Das ist noch nicht, also man muss halt immer schon aktiv dann nochmal wieder reingucken. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg und bieten da sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Die InfraVelo zu all den Sachen, die Fahrradverkehr betreffen, haben da auch eine sehr gute Seite und da kann man alles, aber das kriegt man auch über die SEN-UVK-Seite, kriegt man das eben halt auch über eine Verlinkung dann hin. Ja? Ja, herzlichen Dank. Ich habe hier eine Frage, die sehr, sehr weit übergreifend ist und auch in Sonstiges ganz gut reinpasst aus der Main-Berlin. Liste. Die Frage lautet, wieso wird die Verkehrsprognose 2030 weiter als Zielgröße der Infrastrukturplanung angelegt, obwohl sie eigentlich nur ein Aspekt von vielen ist? Infrastruktur plant man für eine Zielverkehrsstärke. Wenn man da einfach nur den Wert einer Prognose einsetzt, bedeutet das, dass der Prognosewert der Zielwert also auch das Soll ist. Genau. Also insofern, wie verhält sich das zur Verkehrsprognose 2030? Genau, hier hat mein Kollege das jetzt einmal in der als Volltext sozusagen eingesetzt und für alle sichtbar also ich gemacht. Ich glaube, auch an der Stelle ist die Realität ein bisschen komplexer. Es gibt ja immer wieder aktualisierte Informationen über die Entwicklung in der Stadt. Da sind enthalten Fragen zum Thema Bevölkerungswachstum, Fragen zum Thema Wirtschaftswachstum, Fragen zum Thema Altersentwicklung der Bevölkerung, damit man eben halt auch sozusagen ein Gefühl dafür bekommt, wie mobil und zu welchen Zwecken die Menschen mobil sind. Und es gibt daneben auch immer aktualisierte Befragungen zum Verkehrsverhalten. Da gibt es auch eben halt so eine Zeitreihe, wo wir immer wieder auch die Menschen fragen, wie habt ihr die Wege zurückgelegt, mit welchen Verkehrsmitteln, wie lang waren die Wege und dergleichen. Und wenn man eine gute Planung macht, dann ist es natürlich schon so, dass man sich Ziele setzen muss. Das haben wir mit dem Steppmobilität Verkehr ja auch gemacht, indem wir gesagt haben, die Zielsetzung ist, in der Gesamtstadt nur noch 18% mit dem motorisierten Individualverkehr an Wegen zurückzulegen und 82% im Rahmen des Umweltverbundes. Das ist im Vergleich zu heute schon eine deutliche Veränderung und es wird auch, denke ich mir, weitergehende Veränderungen geben. Wir haben in der Vergangenheit das auch schon bemerkt, dass es solche Veränderungen geben und die finden sich in diesen Verkehrsprognosen, die ja auch permanent fortgeschrieben werden, dann auch wieder. Es macht aber natürlich keinen Sinn, mit unrealistischen Annahmen in Planungen hineinzugehen. Also man muss immer wieder natürlich auch gucken, dass man eine Idee formuliert, auch die notwendigen Maßnahmen zur Verfügung stellt, damit diese Idee verwirklicht werden kann. Aber durch die Nachfrage, wie verhaltet ihr euch tatsächlich? Und diese ständige Fortschreibung kriegen wir auch ein Gefühl dafür, inwieweit unsere Maßnahmen tatsächlich wirken. Und da wir natürlich immer wieder mit den Dingen, die wir bearbeiten, auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten müssen, weil es von Planung immer in irgendeiner Form Betroffene gibt, muss das natürlich auch sehr sachgerecht aufbereitet werden, nachvollziehbar aufbereitet werden. Und es kann eben halt nicht nur sagen, mit einem bestimmten Wunschdenken versehen sein, sondern es muss irgendwo eine Zugänglichkeit zur Realität und zur Entwicklung aus der Vergangenheit haben. Und das haben wir, glaube ich, mit unseren Daten ganz gut erfüllt. Und natürlich, es wird permanent auch fortgeschrieben, wenn sich Veränderungen ergeben. Das Thema Verkehrsverhalten ist gerade aktuell angepasst worden, weil wir da neuere
Untersuchungen zubekommen haben und festgestellt haben, dass tatsächlich viele von den Maßnahmen auch tatsächlich im Sinne von Verlagerung zum Umweltverbund wirken. Und dann kann man das immer wieder auch anpassen. Und das ist ja auch kein, auch so wie die Bevölkerungsentwicklung, das Bevölkerungswachstum etwas ist, was sich immer wieder auch verändert. Und so ist das bei Prognosen immer. Dazu sind sie aber da, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich was entwickelt. Aber wenn man es nicht anpasst an entsprechende Veränderungen der Entwicklung, dann machen sie auch keinen Sinn. Das gehört genauso mit dazu. Ja, danke schön. Ich sehe gerade keine Wortmeldungen. Insofern würde ich jetzt mal die Frage, die wir als Stadtwerkstatt aus dem letzten Forum mitgenommen haben, an Herrn Reubke weitergeben. Und zwar ist da die Frage, inwieweit die Ergebnisse des freiraumplanerischen Wettbewerbs Rathausforum Marx-Engels-Forum in die Straßenbahnplanung mit einbezogen werden. Die hatten wir doch ganz am Anfang schon mal, die Frage. Die Frage hatten wir bezüglich der Straßenbahn am Anfang ja. Schon mal. Jetzt geht es übergreifend der gesamte durch den Rathausforum Wettbewerb beeinträchtigte oder einbezogene Verkehr. Das ist ja ein bisschen größer gefasst noch. Genau, aber das, was ich vorhin gesagt habe, gilt ja auch weiter. Wir sind ja mit beteiligt an dem Wettbewerb. Wir sind sowohl bei der Auslobung als auch bei der jetzt bei der Bewertung der Wettbewerbsergebnisse beteiligt und können sozusagen zu jeder Zeit sozusagen auch sehen, was sich da entwickelt. Und das, was das Wettbewerbsergebnis ist, worauf sich dann alle verständigen, findet natürlich dann auch seinen Widerhall in der Art und Weise, wie die Verkehrsflächen geführt werden. Da gibt es kein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Ja, schön, danke. Ich habe noch mal den Herrn, jetzt kann ich den Namen nicht mehr Herrn ganz Blaukart. Sehen. Genau, Herrn Blaukart. Herr genau. Blaukart schon wieder. Herr Blaukart. Er nutzt Reubke, das Vakuum, ja. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, jetzt gar nicht konkret jetzt auf die Leipziger Straße und quasi auf die Reibereien, die wir vielleicht zu dem Thema haben, nur mal den Hinweis geben, dass wir hier in der Leipziger Straße hinsichtlich Mobility oder Logistik Hub eine prädestinierte Fläche haben. Und zwar haben wir hier diese Tunnelverbindung zwischen den unter den Hochhäusern durch. Hm. Die geht ja quasi von der Jerusalemer bis zur Krausenstraße. Und die ist zurzeit komplett ungenutzt. Die eine Hälfte gehört auch der, wenn ich mich jetzt richtig, müsste ich nochmal recherchieren, einem Eigentümer im öffentlichen Bereich. Das würde sich anbieten, um einen Logistik-Hub vielleicht mal zu testen hier für den Bereich Mitte. Wollte ich nur einfach nochmal mitgeben, sozusagen als positiven Aspekt, einfach, dass hier auch was möglich ist, müsste man überlegen. Also es ist wirklich ein richtiger Autotunnel, der da unten durchgeht, den man eben von Autos jetzt befreit hat. Also schreiben Sie es mir doch bitte einfach nochmal, auch wo es ungefähr ist und welche Ausmaße das hat, dann würde ich das an den Kollegen weiterleiten, der sich mit dem Thema Wirtschaftsverkehr und sowas beschäftigt, um zu gucken, ob da was möglich ist. Ja, gerne. Ja, gerne. Danke. Ja, danke für den Hinweis. Vielleicht noch ein Hinweis an die Regie. Ja. Ich glaube, den ÖPNV-Teil haben wir irgendwie ein bisschen sehr schnell behandelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da alle Fragen durchgegangen sind. Ja, da haben wir jetzt noch einige etwas detailliertere Fragen, wo es halt tatsächlich um bestimmte ÖPNV-Verbindungen geht. Hier geht es einmal um die Schnellverbindung. Muss ich einmal ganz kurz hier scrollen. Schnellbus TXL. Jetzt finde ich es gerade nicht. Entschuldigung, brauche ich eine klitzekleine Sekunde. Da, genau. Herzlichen Dank, Moritz. Genau, gibt es Überlegungen, den TXL-Bus zu ersetzen, um die Anbindung in einigen Teilen Moabits wieder zu verbessern? Wäre es nicht möglich, zum geplanten Tramausbau von der Jungfernheide bis zum Hauptbahnhof eine Expressbuslinie einzurichten? Das passt ganz gut zur Frage, die auch im Online-Teil gestellt wurde. Wieso wird das ÖPNV-Netz nicht einmal grundlegend neu geplant? Die BVG sagt selbst, dass das Angebot nicht mehr der Nachfrage entspricht und eine Komplettumstrukturierung nötig wäre.
So, das passt, glaube ich, ganz gut aneinander. Jetzt sind Sie nicht die BVG, das weiß ich. Aber vielleicht gibt es ja in Ihrem Hause auch dazu eine Überlegung. Genau. Also die BVG arbeitet ja in unserem Auftrag. Wir sind ja der Aufgabenträger und finanzieren die BVG. Insofern gibt es da schon auch enge Zusammenhänge. Das Busnetz ist natürlich am einfachsten immer auch anzupassen und in der Überarbeitung. Es gibt also mir jetzt auch von der BVG uns gegenüber nicht bekannt eine Erwartung oder eine Forderung, dass man dieses Netz einmal komplett neu plant. Wir sind immer wieder in bestimmten Bereichen an Überlegungen, Dinge zu verändern. Es macht, denke ich, mir auch keinen Sinn, es immer komplett neu zu machen, weil natürlich sich die Menschen auch daran gewöhnen, dass bestimmte Verbindungen vorhanden sind. Und wenn man die dann permanent irgendwie verändert, neu macht oder so, dann gehen ja auch so klassische Wege von mir zu Hause zum Arzt oder auch zur Arbeit oder sowas, gehen dann halt auch irgendwie verloren. Also da ein bisschen Stabilität ist da schon notwendig. Aber wir sind immer wieder da, wo sich jetzt in der Stadt etwas verändert, auch dabei, das Netz anzupassen. Also gerade gab es einen Schwerpunkt bei den Linienanpassungen in Spandau mit einer Expressbuslinie, die wir jetzt gerade neu in Betrieb genommen haben, mit einer Metrobuslinie, die im Winter Fahrplanwechsel in Betrieb gegangen ist und ähnliche Sachen. Beim TXL-Ersatz ist es ja so, dass wir zunächst erstmal das Thema mit dem 245er abgedeckt haben, der ja mindestens auch dann in Richtung Turmstraße so weiterfährt wie der TXL, aber der Abschnitt in Richtung Beusselstraße, Flughafengelände, der ist jetzt da nicht mit enthalten. Da gab es jetzt aus unserer Betrachtung heraus auch keine Notwendigkeit, dort noch ein zusätzliches Angebot zu haben. Und die Straßenbahn zur Turmstraße ist ja so, dass jetzt gerade die Bauarbeiten beginnen. Der Planfeststellungsbeschluss ist erreicht. Es gab jetzt schon so erste vorbereitende Tätigkeiten. Und wir gehen davon aus, dass da jetzt auch im Sommer oder spätestens im Herbst dann auch konkret die Baumaßnahmen für diese Straßenbahnverlängerung über den Hauptbahnhof hinaus beginnen und dann in die Turmstraße selber auch dann das Angebot wieder da sein wird. Mhm. Ja, danke. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, die auch im Vorfeld schon eingesammelt wurde, die da lautet, um den MIV, sage ich jetzt einfach, aus der Innenstadt herauszuhalten, ist der Ausbau des ÖPNV notwendig. Vorgesehen ist unter anderem eine Straßenbahn Spittelmarkt, Hallisches Tor, Mehringdamm, zu der bislang noch nicht einmal die Grundlagenermittlung aufgenommen worden ist. Weshalb wird diese Planung nicht zügig vorangetrieben? Also die Planungen sind ja alle drin im Nahverkehrsplan enthalten und auch im Städtemobilität und Verkehr mit enthalten, auch mit Zielhorizonten, zu wann sie zur Verfügung gestellt werden sollen. Und wir arbeiten die einzelnen Planungen sukzessive ab. Also es laufen zurzeit, gerade heute war es in der Senatssitzung, die Verlängerung der M10 von der Warschauer Straße zum Hermannplatz. Und die Verlängerung der Tangente vom Pasedakplatz in Richtung S- und U-Bahnhof Pankow. Die sind heute gerade im Senat verabschiedet worden. Es gibt darüber hinaus schon in der weiteren Planung die Straßenbahnverlängerung von der Turmstraße, dann weiter bis nach Jungfernheide. Wir arbeiten sehr intensiv an der Straßenbahnverlängerung vom Alexanderplatz in Richtung Potsdamer Platz, Potsdamer Brücke. Wir haben vorbereitet jetzt die Machbarkeitsuntersuchung für eine erste zusätzliche Straßenbahn, die dann auch in Spandau verkehren wird und verkehren kann, um dort den Verkehr mit zu entlasten und die Verlängerung von Jungfernheide aufs UTR-Gelände und dann weiter Richtung Schumacherplatz. Also da sind ganz viele Dinge permanent auch in der Bearbeitung und am Abarbeiten. Und wir werden entsprechend den Vorgaben, wann die Linien jeweils in Betrieb gehen sollen, dann auch mit den vorbereitenden Grundlagenuntersuchungen und sowas starten und beginnen. Aber wir werden eben halt auch nicht 15 Linien alle auf einmal bearbeiten können,
sondern wir müssen das eintakten in unsere Arbeitspläne, dass wir das eben halt auch nicht nur bei uns vom Personal bewältigen können, sondern wir brauchen ja auch Planungsbüros dazu. Wir brauchen die BVG mit dazu. Wir brauchen die Öffentlichkeit in den Beteiligungen mit dazu. Das muss nacheinander passieren. Und solange wir eben halt auch noch gar nicht wissen, wie die Straßenbahn über die Leipziger Straße geführt wird, macht es wenig Sinn, schon dann über den nächsten Schritt einer Verlängerung oder einer Anpassung nachzudenken, so wie das eben halt bei dem Abzweig in Richtung Hallisches Tor oder auch bei der weiteren Verlängerung dann über den Potsdamer Platz in Richtung Steglitz der Fall wäre. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, darauf bezog sich jetzt gerade auch die Frage von Herrn Blaukart, der sich gerade wieder entmeldet hat. Nee, das ist irgendwie weggegangen. Das ist irgendwie weggegangen. Ja, dann ganz kurz nur, dürfen genau. Sie jetzt noch mal kurz sprechen. Genau. Und danach würde ich dann gerne bald zum Ende der offiziellen Veranstaltung kommen. Und Herr Blaukart kann jetzt aber nicht mehr in den Raum 2. Aua. Ganz kurz nur zwei Fragen, und zwar zum ÖPNV. Die Standardargumente hinsichtlich der Leipziger Straße und der Reduktion des MIV beziehen sich ja immer auf die Pendlerverkehre. Was mir auffällt, ist, dass das Thema I2030 als eins der wesentlichen, meines Erachtens wesentlichen Konzepte für eine Entlastung der Pendlerverkehre oder Verlagerung der Pendlerverkehre auf den ÖPNV sehr wenig forciert wird. Das ist natürlich eine sehr politische Frage, aber da würde mich schon auch die fachliche Einschätzung von Ihnen, Herrn Reubke, interessieren. Und zum anderen würde mich auch interessieren, das klare Statement der CDU. Ob sie denn jetzt gewählt wird oder nicht, muss man sehen, welche Position sie dann haben wird nach der Wahl gegen die Tram auf der Leipziger Straße. Man muss ja einfach sagen, wenn denn die politischen Konstellationen so sind, ich weiß nicht, wahrscheinlich 4 Millionen Euro Planungskosten für die Tram auf der Leipziger Straße einfach mal wieder versenkt. Gibt es da Tendenzen oder ist es erkennbar, dass da vielleicht eine Koalition der Vernünftigen sich auftut, solche Themen nicht immer dem politischen Tageswillen zu unterwerfen. Ja, herzlichen Dank. Spannende Frage. Genau. Ich fange mal mit der einfacheren Frage an. Also I2030 würde ich jetzt Ihren Eindruck, dass das nicht mit Macht vorangetrieben wird, nicht teilen. Allerdings ist da auch genau das Problem, dass wir gemeinsam mit Brandenburg eine Vielzahl von Korridoren haben, an denen wir gerade arbeiten. Und die sind in unterschiedlicher Tiefe jetzt auch schon in Planungsphasen, sage ich mal, wo man auch ein bisschen weiter ist. So, ne? Aber es ist eben halt schwierig. Die Heidekrautbahn ist sozusagen die Linie, die am schnellsten umgesetzt werden konnte, weil es da eigentlich auch keine Außerbetriebnahme der alten Strecke gab. Da konnte man im Rahmen des bestehenden Planrechts ganz gut arbeiten und das läuft ganz gut. Die sind da ja schon in den ganzen Abstimmungen und bauvorbereitenden Maßnahmen. Ein großer Schwerpunkt wird sicherlich sein, den Bahnhof und den Knoten Spandau neu zu konzipieren und zu gestalten. Und da ist einfach, da ist es ein Engpass, ja, der Regionalverkehr und Fernverkehr und S-Bahn haben da nicht genügend Raum. Das ist damals als großer Bahnhof geplant worden, als man noch gedacht hat, zwischen Hamburg und Berlin wird eine Magnetschnellbahn oder eine Magnetbahn verkehren. Deswegen hat man den Bahnhof kleiner gebaut, als er notwendig wäre. Da muss man jetzt wieder vergrößern. Das ist schwierig umzusetzen. Wir haben die ganzen Maßnahmen jetzt im Zuge der Dresdner Bahn, die jetzt nicht klassisch I2030 sind, aber wo ja doch mal ganz massiv gebaut wird und wo aus I2030 heraus die Verlängerung der S-Bahn bis nach Rangsdorf mit enthalten ist, die für Brandenburg ganz wichtig war. Wir haben eine ganze Menge getan, jetzt auch schon durch entsprechende Bestellungen, dass zum nächsten großen Fahrplanwechsel 2022
Das Netz Elbe-Spree ganz neu konzipiert wird, wir längere Züge auf der RE1 haben werden, alle 20 Minuten auf der RE1 fahren werden und noch so ein paar andere Sachen, die mit dazugehören. Also da ergibt sich auch schon eine ganze Reihe von Aktivitäten, auch um die Bahnhöfe anzupassen. Die müssen nämlich auch länger werden, wenn man längere Züge einsetzt. Und das ist in Brandenburg nicht ganz ohne, da passiert vieles. Also da ist einiges in der Vorbereitung und in der auch, ich sag mal, 22 ist ja eine Perspektive, die nicht mehr ganz so weit weg ist, dann auch spürbar und auch nutzbar. Aber in der Tat ist das für uns ein großer Punkt und wir sind mit Brandenburg ja auch in einer Abstimmung und in einer Vereinbarung, dass wir die Brandenburger dabei unterstützen, auch finanziell unterstützen, Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen an den Regionalbahnhöfen in Brandenburg zu bauen, damit die Menschen eben halt sehr frühzeitig das Regionalverkehrsangebot nutzen können. Die Brandenburger selber haben die Idee dieser Plusbusse ins Leben gerufen, unterstützen das auch als Land, wo sie in Abstimmung zu den Angeboten des Eisenbahnverkehrs Busangebote machen, die eben halt auch eine deutliche größere Regelmäßigkeit haben, als das auf dem Land sonst häufiger der Fall ist. Also die fahren auch mindestens jede Stunde mit einem gesicherten Anschluss an den Regionalverkehr, sodass man sich da auch und das Ganze von 6 oder von 5 bis 20 Uhr oder so, dass man sich da auch gut drauf verlassen kann. Also da passiert einiges. Und jetzt habe ich die zweite Frage leider vergessen. Welche war das nochmal, Herr Blaukert? Da ging es um die Konstanz in der Planung, wenn die CDU sozusagen sich eindeutig gegen eine Tram auf der Leipziger Straße ausspricht. Also ich kann ja erstmal nur so weit sagen, dass wir immer versuchen müssen, natürlich mit den Planungen, die bei uns angestoßen sind, zu überzeugen, sowohl die Menschen, die davon betroffen sind, die es nutzen sollen, als auch natürlich alle, die politisch darüber entscheiden. Ich habe keine Ideen oder keine Vorstellung davon, wie nach einem möglichen Wechsel der Verantwortlichen auf solche bestehenden Planungen reagiert wird. Aber es ist eben halt ein ganz normaler Teil unseres politischen Lebens, dass wir mit sowas dann auch umgehen müssen in der Verwaltung und die Menschen, die sich dafür entscheiden, so einen Politikwechsel dann letztendlich auch haben zu wollen. Das ist, glaube ich, also so wie man eben halt auch mal ganz kurzfristig aus der Atomkraft aussteigt, wenn es einen Atomunfall in Japan gegeben hat, kann es eben halt andere Themen auch geben, die Politik ja immer doch sehr schnell auch beeinflussen und zum Handeln zwingen. Da muss man gucken, was das dann konkret bedeutet. Ja, danke schön. Ich möchte, bevor wir den offiziellen Teil für heute schließen, noch ganz kurz eine Rückfrage von der Nutzerin Vera aus dem Chat nochmal zurückspiegeln an Herrn Reubke. Sie schreibt, hatte ich Herrn Reubke vorhin richtig verstanden, dass die Zuständigkeit für den konkreten Vorschlag für die vorläufige Fahrradwegkonkretisierung unter den Linden derzeit beim Bezirk Mitte liegt? Nein. Also das, was jetzt passiert, wenn die Baumaßnahmen und die Baustelleneinrichtungen unter den Linden alle abgebaut sind und wir dann neu markieren, das ist in der Verantwortung von unserer Verwaltung. Und der dann vorgesehene komplette Umbau, der aber erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt, ist auch in der Verantwortung unserer Verwaltung, das entsprechend zu organisieren und auch die Abstimmung mit dem Bezirk und die Beteiligung der Öffentlichkeit und dergleichen vorzunehmen. Das ist in unserer Verantwortung. Ja, herzlichen Dank. Zumal es ja auch noch Bundesstraße ist, rein formal, kommt ja auch noch mit dazu. Ja. Ja, herzlichen Dank dann erstmal an alle, dass Sie ja sich so rege beteiligt haben, dass wir so viele Fragen hatten. Wir haben es jetzt leider wieder mal nicht geschafft, alle Fragen zu bearbeiten. Insbesondere viele der sehr detailbehafteten Fragen haben wir jetzt auch, um da nicht an vielen Stellen in die Frage schwierig, weil es einfach mit vielen Planungsprozessen zusammenhängt, schlecht zu beantworten. Zusammengefasst, die Fragen sind nicht verloren. Wir geben die Fragen gerne weiter, dass auch klar ist in den Verwaltungen, dass das Themen sind, die Sie bewegen. Trotzdem
müssen wir jetzt heute hier einen Punkt machen und ich würde jetzt Herrn Reubke eine letzte Möglichkeit geben, nochmal einen Abschluss zu machen und dann würden wir Sie nach und nach in die drei Breakout-Räume zu den drei Breakout-Räumen zuordnen, sodass Sie dann jetzt im informellen Teil weitermachen können. Erstmal herzlichen Dank bis hierhin und ich freue mich, wenn das an zu späterem Zeitpunkt nochmal weitergeführt wird, denn das rege Interesse zeigt ja, dass Verkehrsthemen doch alle immer sehr bewegen. Ja, herzliches Dankeschön auch von meiner Seite, dass wir die Gelegenheit gefunden haben, das heute in diesem Format so durchzuführen. Ich bin mittlerweile schon etwas geübter in diesen digitalen Formaten und muss sagen, sie haben auch ihren Charme gegenüber den großen direkten Öffentlichkeitsbeteiligungen, weil man eigentlich auch auf sehr viel mehr Ebenen arbeiten kann und sich austauschen kann. Das finde ich schon ganz gut. Ich hoffe, auch wenn ich weiß, dass ich an vielen Stellen vielleicht noch nicht ausreichend und befriedigend beantwortet habe, dass Sie aber, glaube ich, mal mitgenommen haben, wie wir im Moment in der Verkehrsverwaltung ticken und was da unsere Maßgaben sind. Es ist auch für mich jetzt nicht immer unbedingt befriedigend, Ihnen immer nur sagen zu können, dass das erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre irgendwie dann fertig wird oder entsteht oder mich dafür entschuldigen zu müssen, dass wir noch nicht so weit sind. Aber Sie können sagen, sehr sicher sein, dass wir da an diesen ganzen Themen sehr intensiv doch mittlerweile mit einer großen Mannschaft von über 180 Leuten bei mir in der Verwaltung arbeiten und an vielen Stellen ja dann auch noch Büros mit dem Einsatz haben, die das voranbringen. Aber jede einzelne Maßnahme braucht eben halt seine Zeit, braucht ihre Abstimmungen. Und man braucht eben halt natürlich dann auch die Möglichkeiten, am Ende auch des Geldes es dann umzusetzen und finanziert zu bekommen, die größeren Bautätigkeiten. Auch das gehört dazu und muss gesichert werden. Und das ist jedes Mal ein entsprechendes Ringen auch mit den politisch Verantwortlichen. Insofern von meiner Seite aus erstmal herzliches Dankeschön bis hierhin und bin mal gespannt, wie jetzt die Biertischrunde weitergeht. Ja, dann bedanke ich mich auch. Und wer mir das Bier gibt. Ich würde Ihnen das ja gerne rübergeben, aber ich kann nur mit einer Flasche Limonade dienen. Die kann ich jetzt allerdings schlecht in den Chat quetschen. Vielleicht haben Sie ja schon selber vorgesorgt und wir bleiben noch drin. Wenn Sie noch da bleiben möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen. Wenn nicht, wünschen wir Ihnen einen schönen restlichen Abend und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn Sie sich zu unserem Werkstattbericht anmelden und sich von uns informieren lassen, wie es mit der Stadtwerkstatt in nächster Zeit weitergeht, welche Veranstaltungen wir Ihnen anbieten können und was die Themen sind, die für uns und für Sie in der Berliner Mitte wichtig werden. Herzlichen Dank.